Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Wir machen jetzt wieder einen ganz kurzen Testmoment, damit ich wieder sicher gehen kann, dass der Stream tatsächlich auch bei YouTube ankommt. Das heißt, ich kriege hier hoffentlich gleich eine kurze Rückkopplung, die ich dann direkt schließe. Und dann fangen wir ganz offiziell an. Ich warte jetzt noch einen kurzen Moment, da sehe ich mich. Sehr gut, also es hat geklappt. Super. Das ist immer die erste Hürde des Abends. Schön, dass schon, ich habe gerade kurz gesehen, so ungefähr 30 schon da sind. Da sehe ich jetzt schon Petra und Kerstin sind auch wieder dabei. Wunderbar. Wie immer warten wir jetzt noch ein paar Minütchen, bis tatsächlich alle so eingetrudelt sind. Ich habe mir heute das erste Mal tatsächlich auch was zu trinken hier mit hochgenommen, weil ich im Dachboden sitze und wie man sieht hier an meinem natürlichen Rouge, es ist hier immer noch recht warm. Ich habe alle Fenster extra zugemacht, damit es nicht so laut ist und keine Insekten reinfliegen. Das hatten wir heute nämlich schon. Also, ich hoffe, ihr habt Füße im kalten Wasser oder ein bisschen Abkühlung ansonsten bekommen. Oh, Nadja kommt hier, Quilting Andy, Tanja, super. Hallo, hallo aus Bochum auch jemand. Schön. Super. So, dann würde ich sagen, die Andrea wartet nämlich schon. Die sitzt heute in ihrem Laden. Das heißt, wir haben den vollen Zugriff auf alle Stoffe über den Computer sozusagen. Ich hole sie mal eben dazu und ihr könnt ja nach und nach noch eintrudeln. Wir quatschen erstmal noch ein bisschen und dann geht's los. So. Hallo, Andrea. Ja. Es hat alles geklappt. Man glaubt es ja kaum. Ich bin immer noch Sehr ganz gut. Prima, klasse. Ja. Ja. Schön, dass ich da sein darf. Ich bin ganz Ja, sehr glücklich. gerne. Ja. Sehr, sehr gerne. Schön. Ich habe ja eben schon gesagt, du sitzt ja tatsächlich in deinem Laden, ne? Kannst du noch mal ganz kurz erzählen, wo du denn bist und was das für ein Laden ist, für Ja. die, die dich noch nicht kennen? Also, das ist ein Petzlaff-Laden und der ist in Frankfurt, Sachsenhausen, mitten im Apfelweinviertel. Also, wenn ich hier rausgehe, kann ich direkt in die Schoppenkneipen Sehr schön. reinfallen. Und ganz praktisch. Gut ist wahrscheinlich für alle anderen, dass jetzt momentan die Kamera nicht gedreht werden kann. Wir können heute keine Stoffe sehen. Also insofern ist das heute. Ja, tut mir leid. Stimmt, du hattest ja gesagt, du hast da so eine statische. Ja gut, aber Genau, genau. das Wissen darüber, dass du in einem Stoffladen sitzt, ist ja schon mal. Also ich war heute das erste Mal seit, ich weiß gar nicht, Dezember, also mindestens seit Februar, aber ich glaube, im Januar war ich auch nicht großartig draußen einkaufen in einem Geschäft. Ich war in einem Shoppingcenter und war da in Bekleidungsgeschäften. Und das nächste Ziel ist auch ein Stoffladen. Also es ist Dieses Einkaufen hat plötzlich eine ganz andere Qualität. Ne? Das ist plötzlich so völlig eine andere. vollkommen übersteigerte Euphorisierung, so, oder? Genau. Es waren noch viel zu viele Eindrücke, was da alles so kam. Oh, ist der gerade dort auch da? Hallo, schön. Kind muss noch zum Schlafen. Das schreibt jemand anderes jetzt nicht Dorte. Und dann bin ich ganz, oh ja, das kenne ich, mit dem Kind zum Schlafen bringen. Ich mache manchmal auch einfach, ich mache mir dann Kopfhörer drauf. Ich habe mir extra hier so Bluetooth-Kopfhörer mal geholt. Und dann sitze ich neben dem Kind und kann dann noch irgendwie was mir angucken. Aus der Okay. Insel Sylt. Oder ist jemand im Urlaub? Oder wohnt da vielleicht? Sagt da jemand Hallo, Petra? Auch sehr schön, da würde ich auch gerne sein gerade. Und das noch Ich wenigstens sehe ein leider bisschen. gar keinen. Ich habe jetzt gedacht, die würde vielleicht sehen, wer alles da ist im Chat, aber ich sehe keine. Ja, leider ist das irgendwie in der Version, das ist die Umsonst-Version, die Kaufversion. Wenn wir irgendwann mal upgraden, dann Alles kannst du, gut. glaube ich, auch alles Alles sehen. gut. Wir müssen das Aber schon ich sehr halte dich, behalten. versuche dich auf dem Laufenden sein. Wir haben noch jemanden aus dem Westerwald und aus Heilbronn. Wir sind jetzt bei ungefähr 50 Zuschauern. Wow. Oh, jetzt schreibt gerade die Kerstin, der wunderschöne Penny-Sampler hinter Andrea. Genau, vielleicht kannst du zu dem was sagen. Da habe ich eben nämlich auch schon geguckt, aber ich wollte nicht fragen, dann erzählst du jetzt frisch was dazu. Was ist das Jetzt denn? ganz gut. Okay. Also letztes Jahr habe ich den Penny Sampler gesehen bei der Heike, einer Kundin von mir. Und die hat den mir live mitgebracht, weil die noch Stoffe für den Hintergrund haben wollte. Und ich war vollkommen geflasht, habe gedacht, also das ist ein Hammer. So ganz anders als das, was ich bisher irgendwie gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, den will ich auch ausprobieren und habe geschaut. Und die Rachel von Stitch and Color, die bietet den ja an als Komplettpaket oder monatlichen, immer, also es ist ein Sampler, du kriegst monatlich dann immer Anleitung für verschiedene Blöcke. Und das ist Okay. unglaublich ausführlich, also fast eine Buchversion. Ich glaube, ich habe alle, am Anfang habe ich noch alles ausgedruckt, zum Schluss habe ich nur noch das ausgedruckt, was ich brauchte für die Muster. Und ja, da kommt dann sowas bei raus. Und ich habe mir also sehr, ich sitze ja im Eldorado, ich darf ja Stoffe nehmen, wenn ich Lust habe. Ja? Aber natürlich muss ich mir immer die Finger hauen, weil die Stoffe sind ja zum Verkaufen. Das heißt, ich habe mir tatsächlich für den Penny Sampler das erste Mal wieder selber Stoffe gekauft.
Okay, wow. Und die habe ich auch hier gar nicht im Verkauf gehabt. Und das ist ganz anders, als ich sonst gewohnt bin zu arbeiten. Und ich bin, der gefällt mir super gut. Also das ist so ein Quilt, in den habe ich mich schon beim ersten Mal sehen verliebt und auch beim Machen immer. Das war einfach was ganz Besonderes. Also Manchmal springt einfach so der Funke über, ne? Und ja, dann sagt man so, ja. der ist es und dann, den muss ich jetzt Absolut. mitnehmen. Absolut. Und das Witzige war, das, was die Heike gemacht hatte, war noch eine bisschen andere Version. Also es gab ein bisschen andere Blöcke. Also ihr unterscheidet sich von dem, was ich hier gemacht habe. Und den ich gemacht habe, den gab es dann in zwei Versionen. Es gab eine Nordic Version und ich glaube Dutch Version oder irgendwas. Und ich habe dann Ja, auch nochmal ich habe die die Post Blöcke drüber gemacht. untereinander gemixt, so wie ich Lust habe. Habe die auch ganz anders angeordnet dann. Aber ja, das ist Das er. ist gerade so das Herzensprojekt. Ja, so einen hat man immer, ne? Genau. Ja, ja, Ich ja. habe mir nochmal so ein bisschen durchgelesen, auch deinen Werdegang. Und das finde ich ja so ganz toll an dem Thema, was wir heute haben. Es geht ja um Stoffe. Und du bist ja so richtig ausgebildet da drin, ne? Also du bist ja so richtig Expertin. Erzähl mal, Ja, was ist denn so also. dein offizieller Werdegang? Da frage ich jetzt bei dir jetzt mal nach, weil es ja wirklich du das gelernt hast, ne? Also ich bin Schneiderin, beziehungsweise ich bin eigentlich Bekleidungsschneiderin. Das ist die industrielle Version der Schneiderei. Ja. Habe auf Leder gelernt, also ich bin eigentlich eine Lederexpertin, habe Okay. damit aber seitdem nichts mehr zu tun gehabt, und habe dann ein Gesellenjahr gemacht. Das war obligat, um später auf die Bekleidungstechnikerschule zu gehen. Und da habe ich 3 Jahre lang Bekleidungstechnik studiert und erst für Fachrichtung Fertigung. Das heißt, ich kann eigentlich vom Modellentwurf bis zum Ende des Produktes, das durch die ganze Produktion geht, alles so organisieren. Ja, sollte ich, wollte ich Okay. eigentlich wahrscheinlich nicht mehr. Und habe dann noch ein Jahr lang Gestaltung mit dran gehängt. Also so ein bisschen mehr der schöne Bereich. Das war dann so dieses Bonbon noch, das ich mir zum Schluss geschenkt habe. Also insgesamt war ich, glaube ich, 7 Jahre oder 8 Jahre unterwegs mit Ausbildung. Okay. Und dann habe ich eine Zeit lang in der Industrie gearbeitet, allerdings nicht jetzt an der Maschine oder in der Produktion, sondern ich habe in der Arbeitsvorbereitung gearbeitet. Da ging es mehr um das Organisieren von verschiedenen Abteilungsbereichen, also im schnitttechnischen Bereich. Da muss ich die Abteilungsbereiche untereinander koordinieren und musste so ein paar Kontrollsachen immer machen. Da ging es dann zum Beispiel eben um Schnitttechnik und so. Aber das, ja, paar Jahre und dann habe ich Kinder bekommen. Und dann war es Ja, gut. wie das immer so ist, ne? Und dann fängt man an, Genau, Babypullover zu nähen und dann, nein. ja. Genau, wie bist du denn dann so, also ich meine, so nähen ist dann offensichtlich immer dabei gewesen, aber wie dann jetzt von da, also eher so dieser organisatorische Teil hin zum so ein Quilt, wie der hinter ihr hängt und im eigenen Stoffladen. Was war da so Ja, der? also im Prinzip gar nicht so abwegig. Also ich nähe wirklich schon wahnsinnig lange, schon seit meiner Kindheit. Und auch dieses Berufliche war dann eigentlich so das gar nicht mehr in Frage gestellt. Ja, ich wollte das einfach machen, ich wollte es lernen. Und auch dann, als meine Kinder da waren, habe ich natürlich weiter genäht. Und ich habe noch während meiner Arbeitszeit, also ich habe bei Escada gearbeitet in München, und da gab es in der Designabteilung ein Quilt. Die hatten aus wahrscheinlich kennt jeder diese Goldknöpfchen von Escada und jeder die Schulterpolster und quietschige Farben. So ungefähr muss man sich den Quilt auch vorstellen. Der war also in grellste Farben und der war riesig groß und der war aber ganz toll in Glas eingerahmt. Also das war ein riesengroßes, so, ja, schon 1,50 Meter auf 2 Meter und dann wirklich in einem Passepartout mit einem Glas davor, sah ganz edel und ganz toll aus. Und das war das erste Mal, dass ich so gesehen habe, was kann man mit Stoffen anders machen als nur eben dreidimensional um Körper rumschlingen, ja. Und Genau. dann war ich, nachdem ich dann aufgehört habe zu arbeiten, häufig in Amerika mit den Kindern und habe mir dann so meine ersten Utensilien gekauft für Patchwork und auch die Bücher, die gab es hier so in der Form gar nicht, ja. Das Also es sind gab so schon viele, genau. Das ist halt ein vor paar dem Internet. kleine. Musste Bitte? man ja, wenn man, bevor das es das Internet gab, also ich habe das über Das Pinterest alles sowieso, oder? gesehen. Du musst ja in die USA fahren, du musstest es da ja irgendwie dir Bücher besorgen oder irgendjemanden Genau. kennen, das ging ja gar nicht anders. Genau, genau. Also es gab schon hier einen tollen Laden, mir fällt jetzt gerade der Name wieder nicht ein, wie das meist so ist in dem Alter. Es gab wirklich der Patchwork-Laden hier im Taunus und die hatte auch einen Versand und die hatte immer ganz tolle Prospekte, aber den habe ich erst entdeckt, nachdem ich schon alles hatte. Und ich habe dann lange vor mich selber hin posamentiert, habe auch meine ersten Patchwork-Versuche selber mit Stoffen noch gemacht, die ich bei Escada noch mitgenommen habe.
Ja, also nicht geklaut, sondern ich habe halt immer die Musterstoffe gehabt. Ja, das klingt jetzt so. Die Musterstoffe gehabt und habe mit denen experimentiert. Und das passt jetzt heute auch ein bisschen zu dem Thema. Ich habe natürlich Stoffe genommen, die es dort gab. Also das waren ganz unterschiedliche. Das waren Jacquard-Stoffe, das waren Leinstoffe, das waren Batist und Sonstiges. Und die habe ich im Quill zusammengearbeitet und der zerfiel natürlich nach ein paar Jahren. Ja, aber das klappt nicht so ganz. Ja, aber das ist ein Lerneffekt gewesen und das wusste ich halt auch nicht. Insofern, da war ich also auch so ein bisschen blauäugig. Sah toll aus, aber ja. Aber gehört ja auch zum Lernen dazu, ne? Also ich meine, das ist ja auch der Lerneffekt. Jeder fängt mal irgendwie an und jeder hat irgendwie so ein Projekt liegen, was total am Mund ist. Heute würde ich sowas nicht mehr machen, ist klar. Ja, heute weiß ich, um was es geht. Aber das ist halt einfach mal so wild ins Wasser reingeworfen und einfach ausprobiert. Und es sah klasse aus und er war auch wild in Gebrauch bei uns in der Familie und der hat halt einfach seine Lebenszeit relativ kurz daher gehabt, ja, und dann zerfiel der und dann ist es ja so, wenn man sowas hat, was man geliebt hat, mag man das nicht wegschmeißen, dann habe ich noch überlegt, ob ich den noch irgendwie reparieren soll, dachte ich, ach komm, jetzt ist gut, kaufst du neue Stoffe, machst einen neuen und so fing es dann auch an, ja, Stoffe kaufen. Und dann habe ich, ich habe ja in München eine lange Zeit gelebt und habe dann in München in den Patchwork-Laden immer Stoffe eingekauft und habe dann ein paar schöne Quilts gemacht und dann hieß es irgendwie, ach, der Quilt wäre so toll, ob ich den nicht mal da lassen könnte und dann war der für Oakshot, die haben den auf die Messen mitgenommen. Okay. Dann meinte dann die Besitzerin irgendwann, naja, Andrea, kannst ja nicht immer den Quilt wieder bringen und wieder mitnehmen, jetzt such dir halt ein paar schöne Stoffe aus. Also ich will eigentlich gar keine Stoffe, ich will einen Job haben. Und dann dachte, okay, dann machen wir halt das, ja. Und dann habe ich da, ich glaube, 6 Jahre lang gearbeitet. Ja, und dann war der Funken übergesprungen wahrscheinlich, ne? Dann war es zu spät. Ja, dann war es eh zu spät. Also ich meine, wenn du einmal in so einem Laden eine Zeit lang verbringst, also das kennst du, wenn du Stoffe einkaufst und dann würdest du am liebsten dich im Laden einsperren lassen. Ja. So war das bei mir auch. Also ich habe dann das Glück gehabt, dass ich dann einen Schlüssel hatte. Ich muss nicht eingesperrt werden, ich durfte jederzeit hingehen. Okay. Und aber dann bin ich geschieden worden. Und musste mein eigenes Geld verdienen. Und das war mit dem Minijob, den ich dort hatte, natürlich irgendwie nicht vertretbar. Und ich wollte auch meinen Lebensabend nicht in München verbringen. Es war nett und es sind auch nette Leute, aber München ist nicht meine Stadt. Und dann habe ich gedacht, ich gehe zurück nach Frankfurt, wo ich eigentlich auch herkomme, und mache hier einen Patchwork-Laden auf. Ja. Und es hat super geklappt. Also ich meine, natürlich, es war jetzt irgendwie nicht eine super easy-peasy-Sache. Ja, das ist schon mit viel Aufwand betrieben, dass du so einen Laden aufmachst, mit viel organisatorischen und auch viel Unwägbarkeiten, mit denen man nicht rechnet, mit Bauvorhaben, die man plötzlich einreichen muss, obwohl man eigentlich nur einen Laden eröffnen möchte. Also es war schon nur nie, ne? Ja, also vollkommen schräg. Aber nichtsdestoweniger, so nach einem Dreivierteljahr hatte ich dann den Laden und durfte also dann auch tatsächlich hier Stoffe verkaufen. Und das ist jetzt seit 2014. Mhm. 2014, genau. Seitdem sitze ich hier und mache eigentlich das, was ich gerne mache. Ja, hier werden gerade schon Pläne geschmiedet. Eine Nacht in Andreas Laden, schreibt er. Wir sind auch schon direkt dabei. Ja, also. Genau. Das ist hier direkt. Ja, ich hatte auch jetzt Übernachtung. Ja, genau. Late-Night-Shopping hier. Paar Schlafdecke auf dem Boden. Genau, also ich habe übrigens nächsten Samstag hier Late Night Shopping bis 22 Uhr. Ja? Also wenn jemand ein bisschen vorschlafen möchte, kann das mal probieren hier. Kein Problem. Also ich glaube, die meisten kennen dich ja auch in deinen, also was heißt die meisten, will ich gar nicht behaupten, aber viele kennen dich bestimmt auch von den 6 Köpfen, als einen Teil von den 6 Köpfen, 12 Blöcken. Mhm. Ich weiß, ihr seid jetzt seit, ich habe völlig in den letzten 1,5 Jahren das Zeitgefühl verloren. 2019 war der letzte. 2019 war das letzte, ne? Mhm. 20 und 21 war nichts. Er hat so ein Revival mal gemacht, ein kurzes. Letztes Jahr im Herbst haben wir, ne? Genau. Weihnachten haben wir das gemacht, genau. Da hat die Verena einen ganz tollen Blog entwickelt und dann haben wir alle unsere Versionen zum Besten gegeben und auch unterschiedliche Techniken, wie man an den Blog rangeht. Das war auch wieder ganz toll. Genau, ja. Und das heißt ja für dich, und das fand ich bei den 6 Köpfen von Anfang an auch so toll, das war für die Anfänger gedacht, ne? Das war so für die, die sagen, ich finde das ja total toll, was ihr da macht, aber ich weiß nicht so richtig, wie ich anfangen will. Und das ist ja auch so meins, so dieses, wie kann jemand, der so einen Quilt sieht, der in einen Stoffladen geht, wo er Webware sieht und so weiter und sagt, aber wo fange ich jetzt eigentlich an und wie geht das eigentlich? Und ihr habt das so toll erklärt. Das sind die besten, finde ich, so toll, gute Tutorials auf Deutsch, die einfach wirklich von Lineal und wie messig und auch das Thema, was wir letztes Mal hatten, wie stelle ich das in der Nähmaschine ein, da hat die Katharina einen Blogpost zu gehabt, da steht alles drin, also das war perfekt. Du hast Gänsehaut. Danke. Genau.
Nein, also es ist wirklich, also es ist eine so großartige Ressource, auch wenn das jetzt halt schon ein paar Jahre her ist oder sich eben, aber die Sachen sind ja da. Und es ist auch deutschsprachig das, was sich einfach darauf, also wo man sich darauf referenzieren kann, wo man einfach ganz, ganz, ganz viel findet. Und das finde ich so toll. Und darum, Odorte schreibt gerade, im Dezember war das mit den Blöcken. Ah, also, siehst du? Jemanden, der auch. Aber hier kommt noch ganz kurz eine Frage mit dem Late-Night-Shopping. Welcher Samstag? Nächste Woche, den 26. oder welcher? Genau, der 26. Gut, also die Antwort 26.06. Late-Night-Shopping bei Andrea. Könnt ihr alle nochmal. Super. Genau, jetzt habe ich aber meinen Faden verloren. Das ist immer das Problem mit diesen Fragen und dem Antworten. Die Anfänger, genau. Und ja. Darum geht es ja auch bei dieser Reihe so ein bisschen. Und das Thema Stoffe, wir wollen ja gar nicht so viel fachsimpeln. Ne? Wir wollen ja hauptsächlich jetzt mal wirklich diese dummen Fragen, ich sage bewusst dummen Fragen, die auch ich mir am Anfang gestellt habe, weil du gehst, das höre ich auch von manchen Bekannten oder aus Freundeskreis, die vielleicht bisher nur mit Jerseys genäht haben, ich sage jetzt mal Jersey als Überbegriff, Bekleidung genäht haben oder vielleicht mal Taschen genäht haben, die sagen, ja, aber ich mache ja nichts mit Webware und ich weiß ja gar nicht. Und dabei denke ich mir immer, die nur mit Webware näht und sich jetzt mal so langsam an irgendwas Stretchiges rantraut, das ist doch viel einfacher. Das ist doch nur Webware. Naja, ja und nein. Also das Jersey, du vermeidest beim Jersey natürlich viele Fehler, die du bei Webwaren machen kannst. Du darfst ruhig mal ein bisschen was abnähen, was, wenn du bei Webware abnähst, dann tatsächlich zu Fehlern führt. Ja? Ja. Jersey, das, wie sagt man, verzeiht viel, ja? Ja, weil es halt einfach also weil es genau. Stretchig ist. Ne? Genau. Ja. Und das hast du bei Webware eben nicht. Bei Webware, wenn du da mal was abgenäht hast und dann auch noch weggeschnitten hast, ist es weg und ist futsch und dann ist es im Eimer. Mhm. Bei Jersey kannst du halt dann nochmal hier und da ein bisschen was verändern, das geht. Ich bin aber tatsächlich auch jemand, der nicht mit Jersey arbeitet. Also nicht, weil ich nicht keine Lust habe, sondern ich habe das noch nie gemacht, um ehrlich zu sein. Maximal eine Mütze für meinen Sohn habe ich, glaube ich, genäht oder für meinen Mann auch. Und dann hatte ich schon wieder genug davon. Es bewegt sich so viel. genau. Aber okay. Wie kann man denn jetzt jemanden, also ich gehe jetzt in einen Stoffladen oder ich kaufe das auch online. Ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz, du hast ja auch einen Online-Shop, also es gibt ja auch ganz, ganz tolle Läden, die auch tolle Bilder mittlerweile haben. Ich kaufe da jetzt ein Schnittmuster und ich kaufe jetzt meine Webware dafür. Worauf sollte ich denn dann achten? Ich könnte auch auf den Stoffmarkt gehen. Das ist ja auch immer so dieser erste Punkt, so der Preis und die Qualität. Viele gehen auf diese holländischen Stoffmärkte gerne, weil es da auch tolle Angebote gibt. Ich habe da auch schon tolle Schnäppchen von Fula Pink Stoffen gemacht und so. Also ist ja nichts gegen zu sagen. Aber da gibt es ja auch so Webware, die qualitativ einfach nicht so gut ist. Die wäscht sich schnell aus, die sind gröber gewebt, sage ich jetzt mal mit meinem, also vom Gefühl her. Und in Deutschland kostet ja so ein, ich sag mal, Markenstoff, auch ein paar Namen werden wir gleich noch nennen und noch weiter drauf eingehen, um die 20 Euro den Meter. Gedruckte Stoffe, sage ich jetzt mal so pauschal, ungefähr 20 Euro den Meter. Und auf dem Stoffmarkt kriege ich die für 8, 9 oder 10 Euro oder auch vielleicht von, ich sage jetzt mal Stoffmarkt als Beispiel oder an, ich kenne keine anderen Läden, die sonst. Was macht denn da den Unterschied aus? Warum sollte ich nicht diese vom Stoffmarkt nehmen für mein allerliebstes Lieblingsprojekt, sondern die Markenware? Also die Mutter von einer Freundin war Schneiderin und die hat immer gesagt, billige Stoffe kaufen wird teuer. Ja. Sagt im Prinzip alles. Du gibst im Endeffekt dann mehr Geld aus, um entweder das Ding zu reparieren oder vielleicht dann doch nochmal zu ändern oder. Diese aber ist der Druck schlechter da oben drauf von den Farben? Also da die Stoffe werden ja bedruckt, ne? Das fängt schon beim Ausgangsmaterial an. Also wenn wir von Baumwollstoffen sprechen, das ist ein Rohmaterial, es ist ein natürliches Material. Ja, jeder kennt diese Baumwollpflanze, die so aufpoppt dann und da quillen dann diese Fasern raus. Und je nachdem, wo die Baumwolle geerntet wird oder wie sie geerntet wird und was geerntet wird und wie sie dann weiterverarbeitet wird, gibt es gewisse Standards für Qualitäten. Also das erste fängt mal an, es gibt einjährige Pflanzen und es gibt mehrjährige Pflanzen. Die einjährigen Pflanzen sind die, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber um es einfach zu verdeutlichen. Also das, was hier im Regal steht, ist qualitativ hochwertig, ja, weil ich
darauf einfach Wert lege, weil ich sage, wenn ich meinen Kunden irgendwas verkaufe und die schmeißen mir das 2 Jahre später um die Ohren, weil das Ding ausgeblichen ist oder geschrumpft ist oder irgendwas, ja, das bringt mir nichts, das bringt dem Kunden nichts, so. Und Fakt ist, man muss aber wissen, was es ausmacht, warum das so ist. Also diese Baumwollfasern, so wie ich sage, erstmal unterschiedliche Pflanzenarten und dann unterschiedliche Herkunftsländer. Also die beste Ware kommt aus Ägypten, sagt man. Das ist diese Mako-Baumwolle. Ja? Mako-Satin kennt vielleicht jeder so ein bisschen auch von Bettwäsche. Das wird häufiger verwendet. Das sind sehr langfaserige Baumwolle. Also in so einer Baumwollkapsel gibt es, ich glaube, 200.000 Fasern und davon sind nur die wenigsten sehr lang. Und die langen sind die, die qualitativ hochwertig sind. Also die sind zwischen 30 bis 38 Zentimeter lang. Aus diesem Flop-Ding. Da gibt es aber auch welche, die sind nur 10 Zentimeter lang. Das ist Ausschussware, die werden später für andere Faser verwendet. Ja? Flop. Das muss man vorneweg wissen. So. Und jetzt werden die weiterverarbeitet, also die werden gesponnen. Je nachdem, wie die gesponnen werden, ist auch schon wieder ein Merkmal. Oder wie weit die farblich sich unterscheiden, ob die geblichen werden müssen. Bleichen bei Natur, also wenn man weiß, Haare bleichen, gehen die Haare kaputt, wenn es nicht ordentlich ist. Haare sind ähnlich. Das war Keratin und das andere ist Baumwolle, aber nichtsdestoweniger, wenn was gebleicht wird, kann es auch kaputt gehen. Also auch wie da der Vorgang ist, macht schon viel aus. So, und jetzt kommen wir zum Verarbeiten. Auch das Verarbeiten, je nachdem, wie es verarbeitet wird, wie viel Hitze da angegeben wird, wie die gezogen werden und sonstiges, hat alles einen Einfluss auf die Qualität. Und schlussendlich dann dieses Weben als solches. Wenn man manche Stoffe anschaut, wenn man die Webkanten schaut, die sind ganz gerade gewebt und dann wellert der Stoff so in der Mitte, vielleicht hat man das schon mal gesehen, oder wenn den Webrand hat und es wellert nach dem Webrand so ein bisschen. Das ist zum Beispiel ein Merkmal. Das hängt davon ab, wie schnell die über die Walzen gezogen werden, während die gewebt werden. Das heißt, wenn es sehr weit gezogen. Ich will einfach nur sagen, es macht schon viel aus, wie was hergestellt wird. Und jetzt kommen wir erst zu diesem Färben und Drucken. Ja? Es gibt sogenannte stranggefärbte oder es gibt diese komplett gefärbten Baumwollen zum Beispiel. Also du kannst die Ausgangsfaser bzw. das Garn färben. Ja, und dann ist das Garn schon gefärbt. Das kennt man zum Beispiel von diesen indischen Baumwollen. Da hat man zum Beispiel eine weiße Kette und dann ist zum Beispiel der Schuss dann irgendwie andersfarbig. Da ist das Garn gefärbt. Ja? Ganz kurz Zwischenfrage, da gibt es doch jetzt gerade von Ruby Star solche gewebten Stoffe, oder? Von dieser einen Designerin. Ist das nicht sowas, wo die dann tatsächlich auch so... Das kann sein, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht. Okay, also ich glaube, die hat das jetzt in einer ihrer Serien, die macht ja jeder so eine Serie, glaube ich, tatsächlich so richtig gewebt mit Faden und das wird viel für Bekleidung auch benutzt. Ich kenne es von Oakshot. Die changieren auch so ein bisschen. Daran sieht man, dass die eben strang gefärbt sind. So, und dann gibt es eben die Färbung, die stattfindet, wenn das Ding gewebt ist, wenn der Stoff gewebt ist. Also da hast du einen weißen Baumwollstoff und dann wird der komplett durchgefärbt. Und dann gibt es eben nochmal die Stoffdrucke. Das ist auch nochmal was. Und da gibt es auch verschiedene Arten von Stoffdrucken. Dann hängt es davon ab, was für eine Stofffarbe du nimmst. Ja? Also, und da ist das Problem, was wir haben, wenn wir waschen. Wenn das nicht eine anständige Farbe ist, ja, dann hat man plötzlich ein bleiches Teil und die Strümpfe sind orange, grün, blau, gelb, ja. Habe ich gerade gestern gehabt, eine rote Hose von meinem Sohn und jetzt ist der Rest auch rosa. So, also das sind viele, viele kleine einzelne Prozesse, die dazu beitragen, dass irgendwas nicht ganz so koscher ist, wie es sein sollte. Mhm. Ich glaube, also wenn jetzt jemand war noch nie auf dem Hollandstoffmarkt. Okay. Ich habe ja nur Stoffe, ich muss da jetzt nicht hingehen und brauche das nicht anzuschauen. Da gibt es auch immer wieder gute Waren. Keine Frage. Ich kann es nicht beurteilen, deswegen will ich da jetzt auch gar nicht groß drüber philosophieren. Ich glaube, vielleicht kann man es eher daran ausmachen, wenn man einen Stoff vor sich hat und der ist sehr dicht gewebt. Mhm. Ja, also wenn man die Hand dahinter legt, nehmen wir jetzt mal einfach einen unifarbenen Baumwollstoff. Ja. Und man legt die Hand dahinter. Und jetzt nicht, weil der weiß ist, man sieht die Hand dahinter, sondern
man sieht eigentlich nur eine Kontur, man sieht eigentlich nicht durch. Dann heißt es, dann ist er sehr dicht gewebt. Es gibt aber auch Stoffe, da siehst du sehr deutlich die Handfarbe unten durch. Ja, ja, das ja, heißt, die sind nicht so dicht gewebt. Dann sieht man auch einfach so, man sieht die einzelnen Ketten und Schüsse, die Stränge. Ja? Das wollte ich gerade sagen, das meine ich so mit grob, dass man so manche Stoffe genau. wirklich anguckt und sagt, da sehe genau. ich richtig genau, wie das gewebt genau. ist. Und dann halte ich daneben, also ich habe Kona oder Moda, also diese Solid-Stoffe eben, also diese Unifarbenen. Genau. Und man merkt einfach, ja, natürlich sehe ich da auch die Webung, aber eben nicht so grob. So empfinde genau. ich das, ne? Ja, ja, also, genau, ist, ja, genau. Also das ist einfach, kann man sich gut vorstellen. Alles, was so ein bisschen, außer das soll ein transparenter Stoff sein. Wenn du einen ganz normalen Baumwollstoff hast, von dem du glaubst, dass du den jetzt für Patchwork benutzt und du hältst ihn vor dich und du siehst dann da hinten noch die Eingangstür oder einen Menschen, der dahinter steht. Ja, ja, ja. Dann ist vielleicht ein bisschen schlecht, ja. Ist vielleicht du kannst gerne Konturen sehen, weil vielleicht das Licht da durchscheint, aber du solltest einfach nicht wirklich durchgucken können. Das ist ja. schon mal das erste Qualitätsmerkmal. Ja, ja, ja. Ja, so. Und zu den Drucken ist immer schwierig zu sagen. Es gibt so viele verschiedene Drucktechniken. Es ist ganz schwierig zu erklären, aber das grundsätzlich, ich glaube, wenn du in einen speziellen Patchwork-Laden gehst, dann wirst du nicht verscheißert. Ja, genau. Genau, das wollte ich noch sagen. Wenn der Laden sagt, ich mache Patchwork und Quilting und ich habe da Ahnung von, dann werden die auch die entsprechenden Stoffe da haben. Also es ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, gerade wenn man Anfänger ist und man möchte mal was ausprobieren. Wir hatten das in unserem ersten Live ja auch mit der Kirsten gesprochen. Nehmt alte Oberhemden, nehmt alte Bettwäsche. Genau. Irgendein altes, ja, nichts gegen die Qualität dieser Stoffe einzuwenden. Und dann hat man nämlich das schon da. Fragt Leute genau. nach alten Stoffen, Baumwollwebstoffen. Ja. Ich habe auch das in der Bettwäsche, wenn da mal, ich will, weiß ich, wahrscheinlich kein Jacquard, aber da ist, weißt du, wie so eingewebt aus den 50er Jahren so ein Blumen. Damast. Damast, danke, Damast. Kann man ja auch nehmen. Hauptsache, natürlich. Es ist nicht stretchig. Also ich glaube, das so. Eben, wenn ich jetzt sage, man möchte anfangen, man möchte den ersten Quilt nähen oder mehr mit Webware nähen, es darf sich eben nicht dehnen. Und man sollte eben auch keine verschiedenen Stoffe miteinander vermischen, wie du ja auch bei der Keine unterschiedlichen Webwaren. Also du kannst ganz, wir reden, wenn wir von unseren Patchwork-Stoffen reden, reden wir von Leinwandbindung. Das ist immer so eine 1-1-Bindung, ja? Also eins hoch, eins runter, eins hoch, so kann man sich, so wie wir Weben vielleicht auch in der Schule mal gelernt haben. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, so, genau. Ja, das ist eine Leinwandbindung und von der reden wir. Das ist das Eigentliche, was wir hier im Patchwork benutzen. Weil die lassen sich exakt gut bedrucken und die lassen sich auch gut färben. Ja? Ja. Sobald, vielleicht als Unterschied, Körperbindung ist zum Beispiel die Bindung, wenn man Jeans trägt. Also Levi's Jeans oder also all diese guten alten. Da ist so ein schräger Streifen drin. Genau. Da geht es nicht 1-1, sondern geht es immer über zwei rüber und wieder 1 und 2 rüber. Und das ist mal versetzt. Und deswegen hat es so leichte Tendenz nach schräg stehen. Ja. Das sind, die sind strapazierfähiger, die sind dehnfähiger, aber die haben mit unserem Patchwork nichts zu tun. Mhm. Ja, und die lassen sich auch anders drucken oder schlechter drucken, würde ich jetzt mal behaupten, als hier diese Leinwandbindungsstoffe. Ja. Jetzt kommen wir wir haben es eben schon mal so angedeutet, zu der großen Frage des Abends. Vorwaschen oder nicht vorwaschen? Also als Disclaimer für die, die sich noch nicht damit beschäftigt haben oder jetzt mal neu sind. Das ist so wie bügelst du deine Nähte auf, ist, glaube ich, Vorwaschen das zweite große Thema, wo sich erfahrene Quilter stundenlang drüber auseinandersetzen können. Ich will auch gar nicht sagen streiten. Es gibt da einfach zwei verschiedene Lagen. Genau. Es gibt Bügeln. Vorwaschen und es gibt die, die nicht vorwaschen. Und es gibt die, die nach links bügeln und die nach rechts bügeln. Genau. Und jeder hat recht. Genau. Solange jetzt kommt einfach mal die Frage, warum machen die einen es so und die anderen es so? Das will jetzt gar nicht sagen, was ist richtig, was ist falsch, sondern was hat welche Vorteile? Und ich sage gleich, ich wasche nicht vor. Mhm. Ich nehme lieber Farbfangtücher am Ende und hoffe, dass es klappt. Aber vielleicht kannst du dazu noch mal ein bisschen was sagen. Also ich sage jetzt mal Vor- und Nachteile von beiden Arten. Ich fange anders an. Also ich habe tatsächlich früher auch alles vorgewaschen. Ja, es gab gar keine Diskussion, aber ich habe früher auch noch nicht mit Pre-Cuts gearbeitet. Und ich glaube, das ist das große Thema, wo es dann eben ums Vorwaschen prinzipiell oder wo das Vorwaschen gar nicht geht. Mhm. Ja, je kleiner die Stoffstücke sind, die man vorwäscht, kennt man ja, wenn es aus der Maschine rauskommt, dann franzt es an den Seiten und man hat von 10 cm dann maximal noch 3 cm, die man verarbeiten kann, weil der Rest irgendwie ausgewuselt ist. Also Pre-Cuts vorwaschen definitiv nicht. Ja. Null. Nie. Einfach nein. Ja. Genau. Alles andere kann man machen. Also sag mal so, wenn du ein Quilt machst und du mischst Stoffe einmal vorgewaschen und nicht vorgewaschen, ist
der Unterschied gar nicht so fürchterlich groß. Man sagt so, bei diesen qualitativ guten Stoffen ist so dieses Eingehen maximal so 2%. Mhm. 2 bis 3%. Ja. Wenn wir jetzt ein Stoffstück haben von 20 Zentimetern, dann sind das, ich bin nicht gut im Rechnen, aber das ist wirklich so minimal, dass wir gar nicht drüber reden müssen. Ja, so. Ja. Also ist es vollkommen Wumpe, meiner Ansicht nach, ob du das eine und das andere miteinander vermengst. Es sagen ja manche, die vorwaschen, dass die sagen, ich möchte eben nicht, dass wenn ich jetzt den ganzen Quilt fertig habe, also ich gehe jetzt davon aus, ich wasche nicht vor, ich mache den ganzen Quilt fertig, tue den in die Waschmaschine, vielleicht auch in den Trockner oder ich hänge ihn auf und dann ziehen sich ja die Stoffe eben diese besagten 2% zusammen und dann hat das eben so einen Dunkeleffekt. Ich finde den, ich habe es noch nie so extrem für mich erlebt und bei meinen Stoffen, dass es irgendwie ein Problem ist. Genau. Also deswegen sage ich, es ist im Prinzip wirklich egal. Ich glaube nicht, dass diese 2% bei, geh mal hier auf so ein kleines Stück, weiß ich da, 2%, wie soll das eingehen? Passiert nicht. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich vernachlässigbar. Ich glaube eher so, dass viele Angst davor haben, wenn sie die Stoffe nicht vorwaschen, dass die ausbluten. Genau. Und da muss ich sagen, da lege ich auch meine Hand nicht wirklich für viele Hersteller ins Feuer, also auch für die guten Hersteller, weil es einfach bestimmte Farben gibt, die von den Baumwollstoffen nicht so absorbiert werden, dass sie wirklich auch beständig sind und dementsprechend ausbluten. Aber so wie du schon gesagt hast, Farbfängertücher sind einfach genau das Nonplusultra, was du dann machst. Und ich mache es immer so, also ich wasche, wie gesagt, gar nicht mehr vor, sondern ich packe dann, oder anders gesagt, du kennst bei den Farbfängertüchern, gibt es diese Anleitung, so und so viel Kilo, so und so viel Farbfängertücher. Oder irgendwie. Ich mache 10 Stück rein. Genau, oder? Also ich glaube, die kosten 1,50 € so eine Packung mit 10 Stück. Das tut nicht weh. Ja? Es tut mehr weh, wenn das Ding dann ausgeblutet ist und du hast dann statt einem grünen Quilt vielleicht einen blauen Quilt oder lila. Also nochmal zu dem Auslaufen der Farben, weil ich habe das auch, ich kann mich erinnern, vor vielen, vielen, vielen Jahren kam von Moda eine neue Bonnie und Camille, so heißt die Designer, ne? Bonnie und Camille, genau, raus. Mhm. Und da war in der ganzen Serie war ein Stoff, das war mit Rot. Und der, weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich einmal eine Produktion von, der wurde in die Welt verschickt und der ist ausgelaufen. Alle anderen roten Stoffe aus der Serie nicht, aber dieser eine, und das ging dann, also wurden einfach alle darauf hingewiesen, es ging durch Instagram, durch und so weiter, und haben sich dafür entschuldigt. Ja. Alle anderen waren gut, nur diese eine Produktionscharge von diesem Stoff ist ausgelaufen. Das, wie du sagst, das kann man, es steckt man manchmal nicht drin. Nee. Also das kann passieren, aber dafür sind halt die Farbfangtücher gut. Das heißt, wenn man ein Quilt das erste Mal wäscht, einfach 20 Farbfangtücher reintun, die das kommen dann auch immer genau. In der stärksten Farbe raus. Also das ist Also, ein Stoff oder so. Was man vielleicht dazu noch sagen sollte, man sollte dann die Wäsche bitte nicht den Tag über mit den Farbfängertüchern in der Waschmaschine lassen, weil das wiederum dazu führt, dass die Farbfängertücher dann ihre Farbe auch gern wieder abgehen. Also das heißt, wenn man das wäscht, der Waschvorgang zu Ende ist, das ganze Zeug rausnehmen, Farbfängertücher weghauen und den Quilt aufhängen, nass aufhängen und oder den Trockner tun, wie man lustig ist. Ja? Ja. Also das ist durchaus möglich. Also jetzt habe ich hier, es kommen jetzt gerade ein paar Fragen, genau, deswegen ich gucke hier gerade so rüber, daran merke ich was. Also jetzt hat die Kerstin noch mal eine Frage, wir kommen gleich noch zu den anderen Punkten, aber das war, glaube ich, die erste. Wie viel Chemie ist denn in so einem Stoff, wenn man den vom Bolt, also vom Ballen kauft? Vom Ballen kauft. Genau. Gute Frage. Also wir reden noch ganz viel jetzt, oder ich habe ganz viele Kunden, die immer sagen, ich nehme nur Bio-Baumwolle. Ja. Das sagt gar nichts aus über das Produkt, das du da vor dir hast. Bio-Baumwolle sagt nichts anderes aus, als dass der Herstellungsprozess der Baumwolle an sich biologisch ist. Das heißt, da werden keine Chemikalien für die Pflanze eingesetzt und die werden auch nicht, da werden auch keine Unkrautvernichter eingesetzt für den Boden. Okay. Und bestenfalls werden die Pflanzen auch noch handgepflückt, mal grob gesagt. So. Baumwolle ist ein Naturprodukt. Und ein Naturprodukt erfordert bestimmte Maßnahmen, damit das Produkt haltbar gemacht wird. Ja. Und das haltbar machen, das kennt vielleicht jeder den Ausdruck Apreturen. Ja? Ja. Das ist dazu da, dass zum Beispiel die Farbe beständig bleibt, dass der Griff anders ist. Ja? Zum Beispiel wir kennen, wenn du heute einen normalen Bekleidungsbaumwollstoff neben einem Patchworkstoff anfasst, die von der Dichte her gleich sind, dann ist der Stoff für die Bekleidung wesentlich weicher als der für das Patchwork. Mhm. Das ist eine Ausrüstung, eine Apretur, die schon auf die Stoffe aufgegeben wird, damit wir eigentlich, ohne sie vorgewaschen zu haben, besser schneiden können. Ja. Die sind stabiler. Das wird stabiler gemacht, in Anführungsstrichen.
Das heißt, da ist schon eine ganze Menge Chemie drin. Nichtsdestoweniger, auch die Farbe ist Chemie. Das ist heute, wir Klar. arbeiten heute nicht mehr keine Ahnung, was die früher alles verwendet haben für komische Tiere, die sie gestampft haben und dann irgendwelches Rot daraus geholt haben. Also das ist heute alles Chemie und es ist viel Chemie. Also ich sage immer, wenn Kunden hier reinkommen und für ihre Kinder Bekleidung nehmen wollen aus meinen Patchwork-Stoffen, sage ich, bitte waschen Sie die Stoffe vor, weil da ist Apretur drauf. Mhm. Gegebenenfalls geht die dann auch wirklich komplett raus. Ja? Viele Hersteller schreiben oben auf ihren Kartons auch, explizit drauf, nicht geeignet für Kinderbekleidung. Okay, krass, okay. Es kommt aber daher, dass in Amerika diese Produkthaftung ganz groß geschrieben wird. Das heißt, wenn ein Kaffee am Arsch hat, dann wird sofort auf 6 Millionen verklagt. Ja, mhm. Weil der Pickel geht in den nächsten 10 Tagen nicht weg und dann ist die Kacke am Dampfen, um ehrlich zu sein. Also das ist ein Produkthaftungsmerkmal, dass die sich dort eben auf die Kartons schreiben. Ich bin auch dafür. Ich sage, wenn es Bekleidung ist und wenn es an Kinderhaut kommt, die doch noch empfindlicher ist als unsere Haut, dann definitiv vorwaschen. Ja, also jetzt kommt nämlich hier auch, die Jule schreibt hier, bei Ruby Star frage ich mich, was drin ist, die riechen beim Bügeln. Das ist wahrscheinlich genau dieser, also ich weiß, was sie meint. Ja. Ich könnte es jetzt auch nicht an einem Hersteller festmachen, klar, wenn man die frisch kauft und einfach anfängt zu bügeln, da ist ein Geruch bei. Auch wenn man so einen neuen Stoff, so wenn man das so aufmacht, ich habe Stoffe nur online. Dann kommt so, das ist diese Apretur. Definitiv, ja. Ich kenne auch noch Hersteller, da ist es noch viel schlimmer. Ja, da magst du das eigentlich den Ballen gar nicht mehr ins Regal stellen, so unangenehm riecht es dann. Also das ist dann schon dubios, aber ich kann nicht sagen, was drin ist. Also das ist einfach weil es ein pflanzliches Produkt ist oder ein Naturprodukt ist, muss es einfach eine gewisse Stabilität bekommen und die werden durch Chemikalien erwürgt. Anders geht es nicht. Ja, genau. Jetzt haben wir hier noch, hier war die Sandra schreibt, Batikstoffe riechen auch ganz seltsam, wenn sie gewöhnt sind. Sandra, schön, dass du heute wieder dabei bist. Du warst letztes Mal ja da. Ich habe noch nie mit Batik gearbeitet. Ich habe hier welche liegen, aber ich habe mich noch nicht getraut, weil ich da nämlich auch, wie ist denn das mit Batikstoffen? Also jetzt mal für mich, die noch nie das gemacht hat. Also Batik sind tatsächlich die Farben, die da riechen. Ja, das ist nicht das Ausgangsprodukt, das ist die Baumwolle. Ja, das sind ja Propylinwaren. Die fassen sich auch ein bisschen anders. Die sind ein bisschen seifiger, ein bisschen dünner als normale Baumwollstoffe. Und die sind durchgefärbt. Ja, also man kann ja Batik größtenteils von beiden Seiten verwenden. Das sind tatsächlich die Farben, die so stinken. Die haben sehr komische Sachen drin. Genau, aber Batik sollte ja auch Teil vorwaschen, oder? Also das hat Batik sollte vorwaschen. Also grundsätzlich, wenn was unangenehm riecht, dann definitiv vorwaschen. Da gibt es gar keine Diskussion mehr. So ein gewisser Geruch gehört irgendwie dazu. Also ich rieche das auch. Ich habe es bisher noch nie gehabt, dass ich das Gefühl hatte, so, oh, das möchte ich nicht weiter verarbeiten. Weil das ist für mich auch der Grund, weshalb ich nicht vorwasche. Zum einen Zeit, weil ich bin froh, wenn ich überhaupt dazu komme zu nähen und dann noch waschen und wieder bügeln und dann erst anfangen zu schneiden, sondern weil ich eben auch dieses Gefühl von den ungewaschenen Stoffen angenehmer finde, eben wie du sagst, fürs Schneiden, fürs Bearbeiten. Ich mag das einfach lieber. Hier hat auch jemand, die Nicole hat geschrieben, ich wasche nicht vor, stärke aber stark. Genau. Das ist auch gut. Ich konvertiere auch langsam zu den Stärkebenutzern, weil ich mag es einfach, wenn es schön. Ja, es lässt sich einfach verarbeiten. Es ist wirklich, also ich habe, als die Natra das damals geschrieben hat, bei unseren 6 Köpfen, 12 Blöcken, dachte ich erst so, okay, probier's halt mal aus. Ja, und als sie dann noch das Video machte und dieses Stoffstück dann so wie so ein Papier flatterte, also so ganz hinten, ich dachte, wow. Ja, so viel, das kommt ja immer drauf an, was man macht. Aber so, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Quiltrückseiten habe ich jetzt angefangen, gar nicht so doll, aber einfach einmal drüber sprühen und wenn ich die bügel, weil ich hasse Basten, das ist nicht mein Ding und es geht immer irgendwas schief, also dieses Heften von den Quilt-Sandwich. Und das hat mir so ein bisschen geholfen, die Rückseite so ein bisschen besser im Griff zu bekommen. Ja, das ist doch cool. Genau. Ganz kurz noch eins vielleicht zum Waschen, für diejenigen, die wirklich vorwaschen wollen, um zu vermeiden, dass das was ausfranst. Es reicht im Prinzip, also wenn wir waschen, wollen wir ja eben Chemikalien raushaben, weil wir es gerade hatten, und gucken, dass die Farbe nicht rausgeht. Es reicht vollkommen, ein Waschbecken voll mit handwarmem Wasser laufen zu lassen und Waschpulver rein und die Stoffe da rein und ein bisschen rumbringen und dann ausspülen und tropfnass aufhängen und am nächsten Tag die Restfeuchte mit einem trockenen Bügeleisen ausbügeln. Dann hat man
all die Effekte, also man hat einmal mit Wärme behandelt, man hat Wasser mit Spülmittel und allem drum und dran, was eventuell die Farbe verändert drin, und man hat zum Schluss das Bügeln, um eben nochmal die Hitze dann zu tun. Also es ist alles irgendwie in diesem Waschgang sozusagen vorweggenommen und man vermeidet dadurch eben das Ausfransen der Stoffe. Ja, ja. Weitgehend. Okay. Oh, hier kommt, die Brigitte schreibt gerade, häufig werden die ganzen Überseekontainer mit Insektenschutzmitteln eingedampft von innen. Ja, klar, die Stoffe haben ja auch weitergehend. Ja, ja, definitiv, so. Genau. Ja, ja, ich sag, das ist ja das ist ein Naturprodukt. Das ja. wär, was wir in unsere Haare alles reinmachen, muss man sich mal vorstellen, was da für Chemie drin ist, damit sie schön aussehen, ja. Und irgendwie muss das mit den Stoffen ja auch funktionieren. Das wird ja ruckzuck futsch gehen. Also das ist, ja. Ja, 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 ja. Nee, ich finde den Vergleich Haare und Baumwolle schön. Also das macht einem nochmal einfach bewusst, wie du immer wieder jetzt auch sagst, das ist halt ein Naturprodukt. Das ist ein Naturprodukt, ja. Und das muss man wiederholen, ich weiß. Genau. Wenn wir jetzt mal so über verschiedene Hersteller reden, also das, was ja immer der größte Unterschied, der gesagt wird, ist Art Gallery Fabrics. Die kommen ja, glaube ich, aus Italien ursprünglich. Nee. Was das ist auch ein amerikanisches Produkt. Eine amerikanische Firma. Nee, ich nehme gerade ein Augefehl, weil es auch mit A anfängt. Oh Gott. Genau, also Art Gallery. Und die haben ja auch, glaube ich, diesen Werbespruch irgendwie Feel the Difference oder so, weil die sind unglaublich weich, flutschig. Also das, ich finde die sehr flutschig. Dünner, genau. Und wenn ich jetzt an Moda oder Robert Kaufmann, also unter Moda fällt ja auch Ruby Star Society, das ist ja auch gerade so der letzte Schrei, oder eben Robert Kaufmann, die ja auch die Kona Solids haben, die viele benutzen. Wieso ist jetzt der von Art Gallery, die ja auch als Patchwork-Stoffe super geeignet sind grundsätzlich, aber wieso fühlt sich der so komplett anders an, wie jetzt andere große Hersteller? Also das ist ein Baumwollpopulin. Ja? Das ist der Unterschied zwischen normaler Webware und Baumwollpopulinen, ist einfach, dass die Kettfäden bei den Populinen viel dichter beieinander sind und viel dünner sind und dafür der Schussfaden etwas weicher, aber trotzdem dünner ist als bei den normalen Webwaren. Mhm. Wenn man die nebeneinander legt, sieht, also das ist jetzt weit übertrieben, aber würde man jetzt eine Lupe nehmen, würde man sehen, dass bei den normalen Baumwollstoffen, also jetzt Kaufmann zum Beispiel als Vergleich, die Fasern dicker sind. Das klingt jetzt komisch, aber das ist wirklich dicker. Das andere, wenn man, Popeline sind im herkömmlichen Sinn, was wir kennen, Oberhemdenstoffe. Ja, ja. Ja, Oberhemdenstoffe sind eigentlich auch Baumwollpopeline. Also die sind sehr, sehr dünn, haben eine sehr, sehr dichte Kettfaden. Der Kettfaden sind die Dinger, die immer gerade geschwollen sind, und der Schussfaden ist der sich durch die Ketten durchschlingelt. Nur um das zu heißt erzählen, jetzt, wenn ich jetzt, ja? Moment, wenn ich jetzt Webkante, wo ist mein Fenster, Webkante und Webkante habe, Hast du wesentlich mehr Kettfäden auf der Fläche als bei normalen Baumwoll, also als bei den anderen Baumwollherstellern. Was du gerade gesagt hast, zwischen, also der jetzt Kette, hier... Kette geht parallel zur Webkante. Okay, Kette parallel zur Webkante. Gut. Genau, und der Schuss ist das, was dann immer das Schiffchen ist. Von Webkante zur Webkante geht. Schussfaden deswegen, weil früher war das Schiffchen, das hat man durch die Fäden durchgeschossen. Genau, ja. Okay. Daher kommt es. So, und das ist einfach der Unterschied. Also die sind dichter gewebt und das Ausgangsmaterial ist wesentlich feiner. Und aber nichtsdestoweniger kann man die miteinander vermischen. Also ich habe früher immer gesagt, ja, das kann ich nicht machen, das geht gar nicht. Das ist zum Beispiel komplett alles Art Gallery, was ich hinter mir hängen habe. Aber ich vermische mittlerweile alles, was geht. Ja, nee, also es geht auch wunderbar. Es ist am Ende sind es zwei Baumwollstoffe. Das macht am Ende auch keinen Unterschied, wenn man den wäscht oder sobald er auch gequiltet ist, da geht das ja alles so ineinander über. Aber es ist einfach so dieser große Unterschied, den man tatsächlich eben auch spürt. Und ich habe mich am Anfang halt gefragt, was machen die denn anders? Also so dieses, was machen die da drauf oder dran, dass sich das so anders anfühlt? Aber jetzt weiß ich mehr, es ist einfach eine andere Art von Baumwolle tatsächlich. Genau. Noch zu Ruby Star Society, die ja früher Cotton and Steel waren. Wenn man die Cotton and Steels von früher anschaut und heute Ruby Star Society, wird man auch einen riesen Unterschied merken. Ja. Also die Cotton and Steel sind sehr, sehr dick und sehr, sehr griffig. Während die waren so ein bisschen ungefärbter zum Teil. Also wie du vorhin meintest, die müssen ja auch erstmal geblichen werden, die Baumwollstoffe. Da fielen mir sofort die alten Cotton and Steel Stoffe ein, weil die waren nie ganz weiß. Die hatten immer so einen Natur-Hintergrund. Aber das war bestimmt gewollt. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also. Genau. Und die heutigen Ruby Star Society werden jetzt vom Moda hergestellt. Und wenn man das mal anfasst, ist es viel, viel dünner. Ja. Ist auch dünner als Art Gallery. Also die sind, okay. Ja, muss man mal, wenn man die Stoffe mal hätte, müsste man nebeneinander legen und mal schauen, mal vergleichen. Das ist schon frappant. Also ich hatte nur bisher jetzt ein kleines Stück von den, ich muss nicht durcheinander kommen mit den ganzen Namen, von Ruby Star. Und ich habe auch gedacht, oh, das ist super auch als Bekleidungsstoff. Das war so mein erster Gedanke. Genau, ich jetzt anfange. Es ist ganz weich und schon ohne, dass es gewaschen ist, hat man das Gefühl, oh, das fließt, das möchte ich anziehen. Ja. Also das... Alles gut. Wo wir jetzt beim nächsten Thema nämlich auch sind, was mir jetzt gerade einfällt, es gibt ja auch immer wieder so Rede davon, als Rückseite zum Beispiel Musselin zu nehmen oder auch eine Viskose zu nehmen, dass der Quilt so ein bisschen weicher wird. Mhm. Also das ist ja nichts jetzt unbedingt für den Anfänger. Ne? Also ich habe das auch noch nicht gemacht. Ich nehme immer irgendeine Baumwollrückseite. Mhm. So eine Musselin-Rückseite kann ich mir ganz gut vorstellen, weil Musselin ist ja nochmal so eine ganz besondere Art von Stoff. Das ist halt gerade der letzte Schrei und große Trend. Ne? Aber auch hier so Minky, dieses Vlies, dass man das als Rückseite direkt nimmt. Gut. Ja. Es ist ja, also kann man machen, funktioniert auch, aber ich würde jetzt mal sagen, ist nicht unbedingt was für den Anfänger, oder? Also das direkt so zu mischen. Also verarbeitungstechnisch ist es ganz schwierig. Also Musselin ist ein sehr weicher Stoff, der, wie soll ich denn sagen, also wenn wir quilten und wir haben Musselin auf der Unterseite, dann kann das verschieben, ja, weil der einfach so unglaublich weich und nicht glatt ist. Ja, ja. Würde ich nicht nehmen. Ich würde es nicht mal nehmen. Würde ich mir nicht zutrauen. Das würde mir Falten unten drunter hauen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Höre ich auch tatsächlich jetzt zum ersten Mal, dass man sowas nimmt. Viskose kann man nehmen, spricht jetzt nichts dagegen. Es ist halt ist eine Mischung aus Naturprodukt mit einem Filament. Also das ist kann man machen. Ich stelle mir beim Quilten schwierig vor, weil das ja auch, also da kommen wir nämlich noch ansprechen, so mit Nadel und Einstorchlöchern und so weiter. Das ist ja, da macht man ja schon. Wie soll ich das jetzt beschreiben? Also wir haben ja eben über die Webung gesprochen, ne, die mal ein bisschen dichter, nicht so dicht ist und da kommt, macht die Nadel, macht da ja Löcher rein. Und ich stelle mir das halt, wenn ich Viskose hinten drin da habe, die ist ja viel, viel dichter. Also da sehe ich ja die Webung schon fast gar nicht mehr. Ja. Das ist nicht zum Quilten dann unglaublich schwierig. Ja, nee, das sehe ich jetzt ganz, die sehe ich gar nicht so als Problem. Ich sehe eher das Problem, dass das ein relativ flutschiger Stoff ist. Also das ist ein sehr, sehr weicher, sehr glatter, sehr, sehr... ein seifiger Stoff. Also der ist auch, Viskose ist nichts, was fest ist. Wir müssen es anders aufziehen. Ich würde sagen, wenn man quiltet, sollte man das, was man auf der Oberseite hat, auf der Unterseite auch haben. Ja? So. Da bin ich gar nicht mal anfängermäßig betrachtet, sondern mit dem Minky ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber man vertut sich nichts, wenn man auf der Rückseite auch was Gutes hat. Warum sollte man Viskose hinten dran machen? Es gibt schöne, eben zum Beispiel die Art Galleries fühlen sich auch wahnsinnig schön glatt und angenehm an auf der Haut. Dann macht man halt sowas dahinter. Also ich würde da auch nicht an Geld sparen, ja, nur weil es dann irgendwie Rückseite ist, sieht ja keiner, ja. Wenn es an die Wand hängst und als Staubfänger, dann kannst du dahinter sogar den Pyjama vom Opa hin machen, ja. Das macht dann auch nichts mehr, aber so. Also das würde ich nicht machen. Ich würde weder das eine noch das andere verwenden. Und zu dem Minky oder Vlies, also nicht Vliesstoff, den wir innen drin haben, nicht das Vlies, was wir als Dings haben, sondern diese Vliese, da bin ich strikt dagegen, weil die zum Beispiel Mikroplastik verursachen. Ja, wenn die gewaschen werden, geht ganz viel Mikroplastik flöten, das wäscht sich aus und das haben wir in unseren Ozeanen. Warum sollte man das verwenden? Ja. Wo man doch schon eigentlich einen weichen Quilt hat und dann muss man da nicht noch irgendwie... Ja, fließen. Also viele finden es ganz toll. Ich bin auch nicht so ein Dogmatiker, der sagt, das darfst du nicht. Ja? Ich will nur darauf hinweisen, das ist einfach umweltschädlich, sowas zu verwenden. Grundsätzlich schon umweltschädlich, sowas überhaupt herzustellen. Dann soll man sich lieber Geld in die Hand nehmen und eine anständige Wolldecke kaufen, wenn man sowas haben möchte. Zum Beispiel, was auch eine ganz tolle Sache ist, ist Baumwollflanell auf die Rückseite. Ist auch schön kuschelig und weich. Da gibt es doch von Robert Kaufmann sogar so Flanellstoffe, genau. oder? Genau,
Genau. Da kann, wir machen doch manche auch so richtig ganze Quilts davon, dass die dann genau. wirklich quasi vorne das Gepieste aus so einem Flanell und hinten, weiß ich gar nicht, Baumwolle. Ja, also das ist dann schon so ein bisschen Wildwestern, ja. Aber es gibt mittlerweile auch diese, also Baumwollflanell ist nichts anderes als ein Baumwollstoff, der später aufgeraut wurde, damit er eben so eine weiche Oberfläche hat, ja. Und das ist total, gibt es mittlerweile auch mit tollen Drucken, mit tollen Farben ja. und das ist total angenehm. Das ist im Winter mindestens genauso angenehm, wie wenn man einen Wollhintergrund macht. Ja. Also das geht, würde ich eher empfehlen. Es gibt ja auch immer wieder den Tipp, ich habe das auch am Anfang gemacht, Rückseite Bettwäsche nehmen. IKEA-Bettwäsche ja. oder früher IKEA-Meterware. Also bei IKEA gibt es, glaube ich, ich war jetzt auch länger nicht mehr da, aber gibt es nicht mehr so viel Baumwolle. Da gibt es viel Canvas-Stoffe, glaube ich, also nicht mehr so viel. Die haben diese Bettwäsche, ist immer noch aus Baumwolle, aber das ist die Baumwolle, über die wir vorhin geredet haben. Genau. Ist eben nicht gut. Ja, ich meine, wenn ich überlege, da bezahle ich halt für ein Kopfkissen und eine Bettdecke, keine Ahnung, manchmal 10 Euro, manchmal 15 ja, genau. Euro. Also wenn man überlegt, eigentlich kostet der Meter schon 20. Genau. Ist halt, genau, und das hatte ich, da habe ich nämlich auch echte Probleme gehabt, das dann zu quilten. Zum einen war es sehr flutschig, weil es sich so auch so weich angefühlt hat. Und ich habe echt mit der Nadel und den Fäden, ich hatte unglaubliche Probleme, das irgendwie nicht machen. Zu quilten. Genau. Also was nutzt dir das schönste Quilttop, wenn du auf der Rückseite irgendwie einen Käse hast? Ja, ja. Oder es gar nicht gequiltet kriegst, sondern irgendwie frustriert. Oder das noch, genau. Das ist einfach also einfach auf den Sale warten und oder sich Geld zum genau. wünschen oder so. Und oder was ich immer toll finde, ich liebe diese Quilt-Rückseiten, wo alles wild zusammengestaucht ist, was du noch in einem Restekiste hast. Genau. Die sehen manchmal so geil aus, dass die als Vorderseite durchgehen sollten, weil die einfach so klasse sind. Und das ist doch wirklich probat. Wir haben doch alle Reste. Also ich meine, wer von uns, der jetzt wirklich schon lange quiltet, red nicht von meiner Asservatenkammer da hinten. Ja? Also die Stoffe, die hier vorne verkaufe ich, die da hinten, das sind meine eigenen und das sind Berge. Und ich werde im Leben die nicht mehr verarbeiten können. Aber für Rückseiten sind die tippitoppi. Ja? Und es gibt auch immer Stoffe, die kriegt man nirgendwo mehr unter. Die sehen blöd aus. Auch die auf der Rückseite sehen top aus. Das ist dann total wirr und cool. Ja? Also oder einfach so. Unistoffe. Also Unistoffe kosten ja auch in Deutschland um die 10 Euro den Meter, die hochwertigen, also Moda oder Robert Kaufmann und so weiter. Einfach Unistoffe nehmen, das definitiv des Preises. Also das sieht ja auch gut aus. Also das ist wirklich besser. Kommt wir haben jetzt noch, jetzt gucke ich mal ganz gerade. Die Frage ist, viele Stoffe haben jetzt Gold oder Silber eingewebt. Bleibt das oder wäscht sich das irgendwann weg? Jetzt müssen wir natürlich unterscheiden, gewebt tatsächlich und nicht aufgedruckt. Also Golddruck gibt es ja schon länger, aber so wirklich eingewebt, meint die Kerstin. Nee, eingewebt bleibt definitiv. Also das sind einfach wirklich Filamente, die werden mit eingewebt und entweder sind die schon mit verzwirnt in dem Ding, so, ja, oder die laufen mit bei dem Webprozess. Die bleiben drin. Ja. Also das Drucken kann vielleicht durch Reibung weggehen, aber nicht... Ja, nicht also ich habe mal so ein paar von hier Carolyn Friedlander, ich finde das Caroline Friedlander, muss man auf Deutsch aussprechen. Genau. Also von Robert Kaufmann, die eine Designerin... Kann man so einen deutschen Namen haben in Amerika? das ist Caroline. Caroline. und die hatte auch schon in den Botanics-Stoffen immer so einen kleinen Golddruck drauf, was ich großartig fand. Und davon haben wir einige hier schon lange in Benutzung. Und ja, es wäscht sich ein bisschen ab, aber man sieht definitiv noch, dass da Gold drin ist. Ich rede hier wirklich von Kissen, die jeden Tag gekuschelt und benutzt werden und gewaschen werden. Also das bei den qualitativ hochwertigen bleibt. Genau, aber das ist eben auch Kaufmann. Ja, Kaufmann ist eine Traditionsfirma, die wirklich einfach über Jahrzehnte schon Erfahrung hat mit Stoffverarbeitung. Und da kannst du deinen Daumen drauf machen. Die haben cooles Zeug. Also das ist immer gut. Jetzt kam hier von der Brigitte noch die Frage, ich bin ein bisschen hinterher mit den Fragen, deswegen, wie sieht es mit Flanell aus? Wir haben jetzt ja schon über Flanell geredet. Brigitte, wenn da jetzt die Frage doch noch nicht beantwortet sein sollte, schreib nochmal. Wir haben ja eben schon so ein bisschen darüber gesprochen. Also einfach nochmal kurz den Finger heben, sollten wir da jetzt, solltest du noch was Bestimmtes. Ja, ich muss durchklicken. Baumwollflanell liebe ich und Baumwolle geht immer. Genau, schreibt die Bea. Guck mal hier, noch jemand von den sechs Köpfen dabei. Und im Sommer kann man auch Wolle. Jetzt kommt die Verena um die Ecke mit Wolle. zwei Experten unter sich, so. Was ist mit dem? Nee, da ist die Verena wahrscheinlich auch besser als ich. Also ich habe es tatsächlich nicht in meinem Programm. Ich mag es gerne. Also ich finde es als Bekleidungsstoff wahnsinnig schön, aber nicht als Patchworkstoff. Okay.
Aber also, ja. das ist ja sowas auch eher aus der Bekleidung, also eben sowas Dünneres, genau, Leichtes. Das ist ein weicher gewebter Baumwollstoff, viel dünner und fließt, ist ein unwahrscheinlich schön fließendes Material, ja, das also wunderbar geeignet ist für Bekleidung, aber beim Patchwork weiß ich nicht. Okay. Ansonsten wird hier sich über deine Asservatenkammer unterhalten. Die kenne ich. da sind auch Schätze drin. Ja. Also Kerstin hat hier nochmal hinterhergeschoben. Ich meine die von Art Gallery Fabrics, wo Fäden eingewebt sind. Das war die Frage von eben, Goldfäden eingewebt. Ja. Genau, also das... Das ist eingewebt, da braucht man sich keine Gedanken zu machen. Also bestenfalls, wenn der Stoff reißt, dann fliegen die Fäden auch um die Ohren. Aber das hat dann nicht mehr mit dem Goldfaden oder mit dem Silberfaden an sich zu tun, sondern die ist mit eingewebt. Es ist ein Monofil, also ein künstliches Gold, das damit eingewebt wird und es bleibt. Ja, also deine Asservatenkammer scheint einige zu kennen. Das ist hier dort, das sagt, sortiert nach Farben. Petra schreibt auch, ich kenne ein Paradies. Also ich muss mal nachfragen, vielleicht habe ich es ja nicht. Ich mache da mal einen Live-Chat. Genau. Vielleicht musst du dir doch noch eine bewegliche Kamera holen, damit wir da nochmal reingehen können. Bleibt mir nichts anderes übrig. Wahrscheinlich. Also die Brigitte hat jetzt nochmal nachgeschoben, es wurde alles besprochen zu dem Flanell, das heißt, alles gut. Genau, jetzt habe ich schon so ein paar Mal angesprochen. Ich weiß auch nicht, ob ich damit völlig verkehrt liege, aber Nadel und das Durchstechen von eben dem Stoff. Also es gibt ja auch, das wissen wahrscheinlich auch alle, unterschiedliche Nadeln für unterschiedliche Stoffe, für Denim, für Baumwolle. Da gibt es verschiedene Stärken. Und das haben wir beim letzten Mal ja auch so ein bisschen besprochen. Ja. Sandra, man muss mit seiner Maschine und seinem Faden, den man benutzt, und dann auch immer mit dem jeweiligen Stoff, den man unter der Maschine hat, so ein bisschen gucken, was funktioniert denn? Ne? Also was funktioniert gut? Aber wie ist das denn, die Nadel fürs normale Baumwollnähen, die ist ja spitz, ne? Also das heißt, ich mache ja schon irgendwie Löcher da rein, aber man kennt das, man trennt wieder auf und dann geht das Loch wieder weg, sozusagen, ne? Also das ist ja... Bestenfalls. Weißt du, wie ich meine? Also das ist im besten Fall, genau. Ja. Gibt es da irgendwie einen Trick, wenn ich jetzt sage, ich habe vielleicht zweimal oder auch dreimal falsch genäht und dreimal aufgetrennt und habe da irgendwie jetzt doofe Löcher drin? Gibt es da irgendwie einen Trick, das wegzumachen? Hilft da einfach nur bügeln und hoffen oder neu zu schneiden? Ihr hattet es ja angeschnitten und die Sandra hat es ja schon gesagt. Also mein Tipp ist eben diese krause Minze, die bekommt man in der Apotheke. Wenn einem schlecht sind, das kann man auch mal gut dran riechen, das riecht total angenehm. Das ist eine Essenz aus dieser Minze, die wirklich kraus ist. Es gibt ja verschiedene Minzen. Und die wird in Alkohol aufgelöst und das kriegst du in so einem schönen Apothekerfläschchen. Mhm. Und dann tippst du einen Q-Tip da kurz rein und tippst das auf die Löcher rauf. Und dann zieht sich die Baumwolle zusammen. Okay. Naturprodukt und Naturprodukt. Und dann sind die weg, die Löcher. Das geht aber nur bei Baumwolle. Aber das ist... einerseits ein schöner Prozess, weil du kannst zugucken, wie die Löcher zugehen. Andererseits riecht es gut. Und zum Bügeln ist es auch toll, wenn man drüber bügelt. Also genau, da habe ich nämlich ganz viele Nachrichten bekommen, weil es dann darum ging, Flatter und Stärke und wieder so verschiedene. Ja. Also brauche ich dann dieses Produkt oder kann ich auch krause Minze nehmen? Mhm. Also ich glaube, ich weiß, wo ich morgen hingehe zur Apotheke. Ich muss das mal ausprobieren. Also ich habe das jetzt schon versucht. Morgen ist alle krause Minze in ganz Deutschland weg. Genau. Also das habe ich tatsächlich in der Schneiderei gelernt, weil wir da viel eben Änderungen machen mussten und da war es einfach obligat, dass du sowas hast, dass du mit solchen Kleinigkeiten umgehst und das ist mir so im Bewusstsein geblieben und ich habe immer eine Flasche dabei. Also ich trage die nicht mit mir rum, aber... Ich wollte gerade sagen, ich auf der Straße sieht, nach nee, so weit sind wir noch nicht. Guck mal ganz kurz, so, die Nadja fragt, das ist auch eine interessante Frage, sind die Art Gallery Stoffe weniger haltbar, wenn die Fasern dünner sind? Nein, überhaupt nicht, also ganz im Gegenteil, ich bin davon überzeugt, dass sie sogar eher noch haltbarer sind, weil die eben fester gewebt sind, also eben, so wie ich sagte, diese Kette viel, viel dichter ist, viel dichter gewebt, nein, überhaupt nicht. Hier schreibt auch die, ich muss immer den Namen sagen, ich sehe leider immer nur eure Malibu. Für meinen ersten Babyquilt habe ich den passenden Flanell als Rückseite, genau, also für Babyquilt auch toll, also gerade für Winterbabys. Nein, super. So. Perfekt. So. Genau, Nicole schreibt, ich habe gerade aus den Warp and Weft Stoffen, das sind die ich meinte, das ist das, was die von Ruby Star jetzt gemacht haben, was die so richtig ein Quilt genäht, das sind Leinenstoffe und er wurde butterweich, genau, also das sind diese... Sag mir auch von Leinen.
Genau, das ist so, also so Leinen gibt es ja auch häufiger, ne? Also das ist von Robert Kaufmann, gibt es ja auch die Essex-Linnen. Ja, genau. Auch. Genau. Ja. Das kann man ja auch, also Leinen grundsätzlich ist ja zum Quilten oder Patchworken. Schwierig zu verarbeiten, also wenn es ein Reinlein ist, schwierig, weil das zu stark ist. Also ein Baumwollmisch. Ja. Aber ein Halblein, also ein Gemisch aus Baumwolle, halb Baumwoll, halb Lein ist ganz toll zu verarbeiten. Die sind ein bisschen schwerer. Also ich habe mal einen gemacht, wo ich quasi den Hintergrundstoff aus so einem Essex-Linnen gemacht habe und der ist echt schwer geworden. Ja, okay. Und es franzt ein bisschen mehr aus. Also sowieso, aber das, auf das Thema kommen wir auch gleich noch. Wir sind schon bei einer Stunde, aber wir kriegen das alles noch hin. aber das geht auch. Ich finde auch gar nicht, dass es irgendwie schwieriger oder einfacher oder irgendwas ist. Da würde ich auf jeden Fall ein bisschen was mehr mit Bügeln und Stärke und sowas vielleicht machen. Aber es ist unglaublich schwer, aber so ein schönes Schwer, so ein schönes Weich und es gibt halt eine tolle, wie soll ich sagen, Struktur am Ende, weil es eben nochmal auch gemischt mit Baumwolle ist. Leinen ist für sich, du siehst ja, man sagt ja Leinenstruktur, weil es einfach ein bisschen unegal gewebt ist, ja. Du kriegst einen Leinenstoff nur mit ganz, ganz schwerem Gerät so wunderbar glatt gewebt, ja, oder so qualitativ hochwertig gewebt, dass es wirklich glatt ist. Und deswegen ist es ja das Schöne, dass Leinen so ein bisschen unegal ist. Das macht es ja auch aus. Das sieht ja einfach, das hat ja diese schöne Haptik und auch diesen schönen, das Sichtbare, ja. Das meiste ist ein Leinen. Das ist einfach das Tolle daran, oder? Ja. Soll ja auch so sein. Soll man ja sehen. Ich liebe das. Also ich würde am liebsten nur diese Essex-Linnen, ich habe mir da gerade eine Farbkarte von geholt, weil ich dachte, nee, ich mag das einfach so gerne. Das ist so eine schöne Farbe und so ein schönes Gefühl. Ja. Ja, toll. Genau, Verena schreibt noch, Krause Minzwasser ist super. Siehst du, noch einen Daumen hoch dafür. So, Petra, noch eine fachliche Frage oder technische. Muss der Fadenlauf immer parallel zur Webkante liegen oder kann er auch im rechten Winkel zur Webkante sein? Beim Patchwork darfst du vollkommen außer jeglicher Webkante und Fadenlauf arbeiten, wie du lustig bist. Wir arbeiten ja mit Resten manchmal auch und da weißt du ja gar nicht, wo war die Webkante. Ja? Oder natürlich kannst du den Fadenlauf sehen, aber du weißt dann nicht mehr, ist es jetzt die Kette oder ist es der Schuss? Also alleine daran macht sich schon nicht mehr bemerkbar. Im Prinzip musst du auf nichts achten. Also außer man macht jetzt wirklich was, also wenn man Dreiecke zuschneidet, ne, da geht es ja nicht mehr los, wenn man sagt, entweder Einzel- sind Dreiecke. Oder Dreiecke, ja, das dass stimmt. Man eben diese Dehnung gibt. Wobei... Aber kann man ja ausprobieren. Ne? Also ich gucke dann immer, wenn ich so Reste habe und ich habe so ein Dreieck, dann gucke ich, zieht sich das? Okay, du musst aufpassen. Mhm. Ich meine, im Prinzip muss man ja eigentlich nur aufpassen, wenn man an der Nähmaschine ist, dass ich eben nicht an dem Stoff ziehe, weil er dann eben mehr nachgibt, sondern es wirklich liegen lässt. Eigentlich sollte man die Maschine das machen lassen, wofür sie da ist, nämlich das Zusammennähen. Und man sollte dem Stoff einfach den Raum geben, sich selber bewegen zu dürfen. Also wenn man irgendwie krampfhaft versucht, es gerade zu halten, dann ist es schon verkehrt. Aber weil ich sage, man muss nicht drauf achten, da ist zum Beispiel wieder Sprühstärke einfach genial. Ja, wenn man nur noch so Stoffreste hat, mit denen man arbeitet und man möchte jetzt zum Beispiel, so wie du sagst, Dreiecke arbeiten, natürlich verzieht sich das. Also ja, es ist schon schwierig. Aber da mit Sprühstärke drauf, dann ist das Thema sowieso gegessen. Ja, ja, ja. Also so, wie gesagt, ich konvertiere auch gerade zur Stärke. Ich habe mir gerade wieder... Wir bekehren alle noch. Oh, ich komme gar nicht mit euren ganzen. So, jetzt haben wir hier Krause Minze. Kann man das auch mit ätherischem Öl in Alkohol machen, kommt die Frage. Ich glaube, es bezieht sich auch auf die Krause Minze. Nee, glaube ich nicht. Also es ist tatsächlich die Minze als solche, diese Krause Minze, die mit Baumwolle vereint eben diesen Effekt hat, dass es sich zusammenzieht. Wenn du ein ätherisches Öl nimmst, weiß ich nicht, würde ich nicht probieren. Also ich habe es noch nicht probiert, habe es auch nicht gehört. Ich befürchte eher, dass ein ätherisches Öl dazu führt, dass du Flecken auf deinem Stoff bekommst. Aber ich lasse mich einen besseren belehren, probier es aus. Ich wollte gerade sagen, sonst auf dem Reststück ausprobieren und dann kann man ja... Aber tatsächlich ist die Minze das, was es ausmacht. Ja? Und der Alkohol ist nur der Träger, weil reine Minze oder reines Extrakt der Minze würde den Stoff kaputt machen. Also das muss in Alkohol aufgelöst werden, deswegen der Alkohol. Da kommen wir zur nächsten Frage. Kann man das in kleiner Dosis auch ins Bügelwasser geben, also ins Bügeleisen direkt? Sehr gerne. Richtig. Also das heißt, mit Dampf, das ist ich ja glaub, ist auch noch eine Frage, mit Dampfbügeln und so. Du kannst
vielleicht anders, so wie bei diesem, was die Sandra gesagt hat, bei dem Flatter oder sowas, du kannst es ja auch eine kleine Sprühflasche machen, ein bisschen mehr mit Wasser noch vielleicht auflösen und dann, ja, bevor du bügelst, vielleicht einfach auf das Material drauf sprühen. Also es gibt keine Farbveränderung, es gibt keine Flecken auf dem Stoff oder irgendwas. Also ich würde, ja, weiß nicht, wie das Bügeleisen auf den Alkohol und auf die Minze reagiert, aber wenn man das in so eine Sprühflasche macht und den Stoff damit einsprüht, ich glaube, das ist die bessere Variante. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, so ein Bügeleisen, das verkalkt ja auch, das geht ja auch, aber man kennt Kalk vom Bügeleisen, das ist ja nervig genug. Mich hat es heute, genau, Morgen wieder angespuckt, weil ich es nach langem mal wieder den Dampf angemacht habe und dann kam erstmal so ein, so vorne dieses, die Reste raus. Also ich wollte gerade sagen, ich sehe auch gerade, die Bea schreibt schon, lieber in eine extra Sprühflasche tun, die klären das auch untereinander. 10 Tropfen, Hilfe, 10 Tropfen krause Minze auf 1 Liter Wasser. Sie klären hier auch schon. Gut, super. So, ich habe jetzt gucke ich aber ganz kurz unten, ob die Frage noch weitergeht. Ah, genau, also die Frage fängt an. Ich habe erstmals Quiltlinien mit einem Trickmarker und jetzt kommt der Rest der Frage auf weißen Stoff gemalt. Und leider sind ein paar Punkte auf dem Stoff geblieben, da ich zu lange auf dem Stoff gehalten habe, unbewusst. Gehen die beim Waschen raus oder was kann ich tun? Ja, der liebe Arte Trickmarker, man kennt das. Um das kurz zu erklären, die Stifte, die sind so blau. Ich glaube ich habe hier immer den von Prim, kann ich auch einfach so zeigen. Und dann kann man da mit Wasser drauf sprühen und dann lösen sie sich in der Regel einfach wieder auf. Und dann lässt man das Luft trocknen und dann ist die Farbe weg. Das ist so ein Trickmarker, das ist dann gemeint. Also die gibt es ja in verschiedenen Ausführungen und in verschiedenen Farben und je nachdem, welche Farbe ist die Haltbarkeit. Also ich habe zum Beispiel einen rosanen, der bleibt nur ein paar Stunden und einen lilaner, der bleibt ein paar Tage und der blaue, so wie du sagst, der geht mit Wasser weg. Also diese drei unterschiedlichen. Meine Erfahrung ist die, dass man, wenn man so wie jetzt eben geschildert, zu lange auf einer Stelle drauf bleibt, dann bleibt es tatsächlich ewig lang. Ein Trick wäre, das einfach wirklich an einen sonnigen Platz zu legen oder da, wo viel Licht ist. Also diese Trickmarker, die lichtempfindlich sind, die nach ein paar Stunden, ein paar Tagen weggehen, die kann man irgendwo dann so platzieren, dass dann eben viel Licht drauf fällt. Dann dauert es ein bisschen länger, aber es geht weg. Meine Erfahrung ist aber die, dass zusätzlich, wenn man jetzt über diese Punkte drüber bügelt, die nochmal zusätzlich fixiert sind und dann dauert es nochmal länger. Also wenn man mit Trickmarkern umgeht, nur punktuell wirklich ganz wenig damit malen, bestenfalls bitte nicht drüber bügeln, wenn man zu viel gemalt hat und dann erstmal irgendwo in die Sonne legen und warten, bis das Ding dann endgültig weg ist. Kann dauern, aber es geht weg. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch schon gehört von Geschichten, ich weiß, die Iva erzählt das auch auf jedem ihrer Kurse, die Iva Steiner, dass sie auch immer diese Trickmarker benutzt, eben auch an der Longarm gerne, um so Punkte sich einzuzeichnen. Und sie hatte einen Stoff oder einen Quilt, ich will es jetzt nicht völlig falsch erzählen, aber die kamen wieder. Sie hat alles gemacht, richtig gemacht, drüber gebügelt und so weiter. Und der hing an der Wand oder irgendwie mit einmal nach Monaten kamen auf einmal diese blauen Punkte wieder und sie kriegt sie nicht mehr weg. Die sind, also da sind wir wieder bei den Apreturen. Ja, genau. Die Stoffe, die mit Chemikalien vorbehandelt sind für bestimmte Merkmale, die der Stoff haben soll. Und dann diese Trickmarker sind auch Chemie und dann reagiert das miteinander und dann hast du den Salat. Deswegen Trickmarker ist schön, aber wirklich trotz allem nur reduziert verwenden. Ist ein kleines Risikogeschäft so ein bisschen. Ja, genau, das glaube ich auch. Die Frage hatte ich auch noch. Also, du bist immer dann halb weg, deswegen klicke ich das gleich wieder weg. Also, wie erkenne ich bei den Unis die rechte Seite? Also, Vorfallen, wenn sie keine gedruckte Webkante haben oder sogar die Kante ganz fehlt? Also, bei den Art Galleries zum Beispiel, die sind Stück gefärbt. Das kann man daran sehen, dass auf der Seite, auf der die Webkante bedruckt ist, da steht dann immer Art Gallery, bla 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 bla. Irgendwie. Aber auch bei den Unistoffen? Bei den Unistoffen, genau. Also ich habe es gesehen, weil ich habe hier bei dem hier hinten, habe ich so ein Dunkelblau. Ja. Und ich hatte einen halben Meter nur und brauchte irgendwie mehr und habe dieselbe Farbe beim selben Stoffgeschäft, selben Metrage, also auch vom selben Ballen runtergekauft und nee und denke irgendwie so, das sieht ja total anders aus. Es ist nur eine Farbnuance, aber es ist tatsächlich so, dass die Farbe auf der Rückseite anders war. Okay. Ja? So. Und das erkennt man eben an der Webkante. Also an der Webkante kannst du sehen, welche Seite oben ist.
wenn es ein Edelstoff ist. Bei Kaufmann sind die wirklich durchgefärbt. Da kannst du von oben und von unten arbeiten. Okay. Andere Hersteller kann ich dir jetzt nicht sagen. Weiß ich jetzt nicht, wie das... Mercauer hat jetzt mittlerweile auch eigene... Auch lieber Robert Kaufmann, also weil da ist auch nichts, das war wahrscheinlich dann auch durchgefärbt, also das ist einfach nur eine Webkarte, links und rechts, da sehe ich auch keinen oben und unten. Nee, aber bei Art Gallery ist es immer drauf gedruckt und daran kann man erkennen, welche Seite oben und welche Seite unten ist. Okay. Was haben wir hier? Aufweis, achso, das war jetzt noch der Rest davon, so mit Wasser wieder weg. Also sie hat gesagt, sie hat lila, gebügelt habe ich nicht, danke, genau. Also dann ist das wahrscheinlich... Ja, einfach ins Licht legen und warten. Genau, sie hat gesagt, mit der Sonne probiere ich morgen. Siehst du das denn nicht? Erstmal nachlesen, was denn alles so jetzt kommt. Jetzt wird das Wetter wieder scheiße, das ist natürlich auch blöd. Ja, jetzt wieder, genau. Genau, jetzt kommt noch die Frage, sind die Kaufmann die Kottenstoffe? Genau, das sind diese Kona-Kotten. Ja, genau. Kona-Kotten, genau. Robert Kaufmann ist quasi der Oberbegriff und die haben Kona-Kotten, die haben Essex-Linnen, die haben auch eigene, wie soll ich sagen, Designer, die gedruckte Stoffe machen, so wie Moda auch Serien hat. Die haben auch so eine Denim-Serie, die auch fürs Quilten ganz gut, also so einen weichen Denim, so ein Jeans-Denim, das ist auch fürs Quilten ganz schön geeignet. So, jetzt schreibt die Sandra nochmal. Iva nimmt meines Wissens nur die wasserlöslichen Stifte und da kommen die Markierungen oft zurück. Die Frixion-Stifte sind gefährlich als Markierungsstifte, weil sie oft Farbe aus dem Stoff ziehen. Genau. Und die Frixion, das wird in den USA manipuliert. Frixion-Stifte nur punktuell. Also die benutze ich tatsächlich, wenn ich einen Punkt setzen muss. Ja? Friction nehmen die Farbe raus aus den Stoffen. Also wenn man zum Beispiel einen gelben Stoff hat und man malt mit einem schwarzen Friction-Strich, dann hat man nachher einen weißen Strich, wenn man drüber gebügelt hat. Krass. Ganz doof. Ganz blöd. Und die kommen übrigens, also das macht man ja mit Quilt selten, aber wenn man den Quilt jetzt ins Gefrierfach legen würde, würde der Strich wieder in schwarz rauskommen. Also das ist Chemie. Ja? Deswegen, Friction sind klasse, aber nur punktuell. Und so wie die Sandra sagt, also dieses Blau, wenn man da zu lange drauf bleibt, dann verteilt sich das schön im Stoff, fließt aus und dann kannst du da 25.000 Liter Wasser drüber schütten, wird nicht. Ja, genau. Ja. Jetzt Fransen, ne? Also Stoff und Fransen, das ist ja auch so meine Nemesis. Ich sehe immer mal wieder Fotos auf Instagram von komplett fertigen Quilts und dann zeigen die ihre Rückseite und die sieht perfekt aus. Ja, also nicht bin ich auch ganz erstaunt. Ich snitch meinen Boden ab und so weiter, sondern da ist nichts mehr zu sehen. Die sind gefotoshoppt, die sind nicht genäht, die sind gefotoshoppt. Ich habe jetzt einen einfachen Quilt gerade genäht, der wirklich nicht so viel Zuschnitt. Ich habe den schnell, also jetzt auch nicht, dass ich den von einer Box in die andere, sondern ich habe es zugeschnitten, ich habe es in die Nähmaschine genommen. Es sind einfache gerade Nähte, es sind relativ große Teile und trotzdem habe ich den heute gebügelt und dachte, ich muss hier noch mal eine Stunde lang alle möglichen ausfransten Fäden hinten wegmachen. Gibt es da einen Trick? Also ich meine, jetzt hast du die Antwort fast schon gegeben, weil du auch sagst, keine Ahnung, wie die das machen, aber... Nee, also kann ich überhaupt nicht sagen. Was ich tatsächlich mache, so wie du jetzt auch sagst, einen Fransen wegmachen, wenn ich einen hellen Hintergrundstoff habe und ich habe irgendwie dunkle Flächen und das franst aus und das sieht man später dann, dass diese Fransen in den weißen Bereich oder in den hellen Bereich reingehen. Das siehst du ja später vom Top auf. Ja. Da bin ich schon bemüht, die dann wegzuschneiden. Und die schneide ich dann so weg, dass ich die in die Nahtzugabe noch ein bisschen reinschneide, weil wenn du die nur so nur abschneidest, dann kommt die Tendenz wieder rauszukommen. Ja? Das ist das Problem. Genau. Aber da bin ich ganz ehrlich, da habe ich keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich gestärkt bis zum Abwinken, dass die gar keine Chance haben, sich zu absentieren. Ja, die, keine Ahnung. Ja? Oder vielleicht mit Kleber, mit Nahtzugaben geklebt, ich weiß es nicht. Vielleicht hat irgendjemand eine Lösung, der zuhört. Mir ist es auch ein Rätsel. Also hier die Heike schreibt nur, die schneiden die Fäden vorher ab. Ja, wahrscheinlich, also klar, dieses Trimmen mache ich auch gerade eben geweiht, ne, dass ich sage, ich schneide so ein bisschen was ab, dass man eben das auf dem Weißen nicht sieht. Aber ich habe dann manchmal... Wenn wir die ganzen Blöcke zusammennähen, dann ist ja viel wieder in Bewegung an dem Stoff. Und da passiert ja meist das Ausfransen nochmal. Genau. Ja, okay, gut. Ja, ich dachte irgendwie, ich habe da tatsächlich mal irgendwas verpasst oder weiß irgendwas nicht, aber dann... Nee, vielleicht weiß irgendjemand was. Wenn jemand Tipp hat. Genau. Sowieso, wenn jetzt noch andere Fragen
jetzt ich gucke gerade, das hat mich immer auch gefrustet, dann habe ich das. Habe ich das immer ausgeblendet? Meine sind immer mit Fransen, schreibt Diana gerade, genau. Ja, aber, genau, oder? Ja, ja. Also ich habe heute auch dann von dem Weißen einfach die Fäden dann immer ins Dunkle wieder rübergeschoben, genau, und habe gedacht, genau. Das passt, das ist handgemacht. Komm, wir sind Team Fransen, ist alles gut. Ja, Team Fransen. Sowieso für mehr Realität auf Instagram, auch was Quilten angeht, dass man mal so ein bisschen zeigt, so guck mal, da sind Löcher. Ich habe auch hier gerade gesehen, ich habe total gut, das muss ich erzählen, mir fehlte am Ende ein Stück Stoff. Und ich dachte, nein, ich habe es garantiert in der richtigen Menge zugeschnitten. Ich weiß es ganz genau, es war so eines, wo ich halt viel, so 80 Teile von einer Art zuschneiden musste. Und es fehlte eins. Und beim Bügeln habe ich jetzt gesehen, dass ich dadurch, dass ich das immer rechts, also nein, links auf links aufeinander. Zwei Stücke zusammen. Habe ich zwei Stücke zusammen eingenäht. Das heißt, ich habe einmal auf der Rückseite quasi so ein. Passiert. Ich habe es jetzt so gelassen. Ich habe es nicht aufgetrennt. Muss so sein. Gehört so. Die Alexandra schreibt, manchmal hilft es, mit der Fusselrolle drüber zu gehen. Das ist sowieso die Fusselrolle im Nähzimmer. Ganz wichtiges Utensil. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Tipp. Aber ich habe immer bei der Fusselrolle, also wenn man da jetzt nicht richtig im Fadenlauf zuschneidet, ja, und du gehst mit der Fusselrolle rüber, dann kann es sogar sein, dass du noch mehr Fäden mit rausziehst. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Ja, ja, ja. Also ich mache es dann so, ich benutze das häufig einfach zum Saubermachen von meinem Arbeitsplatz tatsächlich, dass ich da einmal hier über die Arbeitsfläche rübergehe, um so diese ganzen kleinen, so dieses kleine Fusselzeug, was irgendwie übrig bleibt, wegzumachen. Aber auf dem Quilltop ist das auch gut. Aber vielleicht kann man auch einen Handstaubsauger nehmen und dann so über den Quilt mal rübersaugen. Vielleicht gehen wir auch weg. So, die Petra schreibt jetzt, mir ging es um Bekleidung beim Fadenlauf. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen, wir haben über Fadenlauf gesprochen. Ja, genau, weil wir über Fadenlauf gesprochen haben. Jetzt, wie war die Frage nochmal? Wie man darauf achten muss? Ich gucke nochmal. Ja, bei Bekleidung steht außer Frage. Bekleidung muss immer im Fadenlauf ausgerichtet werden. Weil das Problem ist, wenn du außerhalb des Fadenlaufs arbeitest, fällt der Stoff anders. Ja, also da ist es, muss der Fadenlauf immer parallel zur Webkante liegen oder immer. Kann er auch im rechten Winkel sein? Ja und nein. Also es gibt schon Zuschnitte, wo man sozusagen 90-Grad-Winkel zur Webkante arbeitet. Das hängt manchmal ein bisschen von dem Teil ab, was du verarbeitest. Aber da musst du alle Teile so arbeiten. Ja, weil einfach der Stoff einen bestimmten Fall hat und der ist anders, wenn der im parallel zur Webkante ist, als wenn er im 90-Grad-Winkel ist. Also beides vermengen würde ich auch nicht. Auch Gürtel, die bewusst quasi schräg sind, damit der Rock so einen bestimmten Fall genau. hat. Genau, das also ist dann gewollt. Das wird aber dann bei den Schnittmustern meist auch so angegeben. Ja. Aber grundsätzlich sollte man immer parallel zum Fadenlauf arbeiten bei Bekleidung. Ja, genau. So, die Bea schreibt noch, jetzt wo wir gerade bei dem Fusselthema waren, vielleicht eine Zackenschere, wäre aber auch nicht meins, für mich zu viel Arbeit. Das wird gekürzt und gut ist. Das ist alle meine Crowd hier. Genau. Also Zackenschere ja, gebe ich der Bea recht, ist nur ein bisschen schwierig. Also entweder du schneidest dann anschließend das mit der Zackenschere ab, nachdem du schon genäht hast. Dann ist es aber mit einem Viertelinch immer ein bisschen schwierig, mit der Zackenschere das noch wegzubekommen. Vorher haben wir das Problem, ich glaube, das hattest du mit der Sandra auch, wo macht man bei den Precuts, die so schon gezackt zugeschnitten sind? Wo ist oben und unten? Oder wo bemisst sich die Breite? Wo ist eigentlich dieses Breite? Genau, wo bemisst sich diese Breite? Ja. Also da bin ich, weiß ich nicht. Also klar, im Nachhinein mit der Zackenschere nochmal rangehen, ist probat, ist natürlich sehr mühselig, aber kann man machen, ja. Also ich würde dann lieber die Stoffe quasi nochmal wirklich, wenn ich jetzt das Gefühl habe, es ist sehr fransig am Rand, weil ich einen blöden Rest habe, weil das lange in irgendwo rumlag, dann würde ich da einfach nochmal, weiß ich nicht, drei Millimeter abschneiden mit dem, mit dem Rollschneider und das nochmal begradigen und lieber das wegwerfen und von mir ist auch einen Zentimeter. Ja. Das mache ich auch. Zackenschere ranzugehen. Also ich persönlich, das ist meine persönliche Antwort dazu. Nee, aber ich würde sagen, dass die Bea schon meinte, dass es, wenn es fertig genäht ist, dass man damit dann nochmal mit einer Zackenschere langgehen könnte, genau. Fusselrolle die Schneidematte sauber machen, genau. Das ist großartig. Und zum Säubern von, und Susanne schreibt, zum Säubern von mir, sonst ziehe ich eine Spur durchs ganze Haus. Ja.
Das, wenn ich irgendwie an mir runtergucke und da ist noch und da ist noch und da ist noch und das ist. Ja, aber das brauche ich nicht. Ich habe meinen Hund, der läuft dann durch die Wohnung und der nimmt alle Fusseln mit, die gehen. Der hat okay, oder die Heike schneidet, ich habe spezielle Nähschürze, da gehen die Fransen gar nicht mehr weg. Das ist gut. Gab es nicht bei der Sesamstraße so ein Monster, das immer so mit ganz vielen Fransen gelaufen ist? Ich bilde mir es ein. Weiß gar nicht, irgendwie. Ah ja, das hat so lange, dieser gelbe Vogel, oder? Nee, das war der Bibo. Ne, der hat ja Federn gehabt. Nee, aber ich bilde mir ein, war irgendwie, vielleicht ist es jetzt auch so weit. Der Antwort kommt gleich garantiert. Irgendwer von den 150. Irgendeiner wird es wissen. Wird es wissen und wird es gleich schreiben. Ich gucke hier gerade raus, weil hier fliegen schon wieder irgendwelche Insekten vorne vor der Tür lang. Ich hoffe, hier kommt nichts raus. Das sind irgendwelche komischen Käfer. Wenn ich gleich schreien wegrenne, weiß ich warum. Ich übernehme. Wir wohnen hier auf dem Feld. Das ist, genau. So, Bea schreibt gerade, den Fadenlauf kann man hören. Dunkel klingt die Kette und heller der Schuss oder was andersrum? Nee, ich glaube, es stimmt richtig so. Was meint man damit? Kann man hören? Also eigentlich kriegt man es vor allem bei Leinenstoffen, hat man doch manchmal diesen Leinenschrei. Ne, da gegeneinander reibt, dann hört man das. Aber das ist wirklich schwierig. Also, okay. Also Bea ist gut in solchen Sachen, die kennt sich da gut aus. Also insofern, okay, bestimmt. So, gibt es denn Tricks, gerade Kanten möglichst im Fadenlauf zu schneiden? Finde es manchmal schwierig, das Lineal parallel zu den Fäden auszurichten. Ich weiß, was Sie meinen, weil du schneidest dann zu, ne? Also im Prinzip Webkante aufeinander schneidest ab und trotzdem siehst du, dass du. Also der Trick ist der, wenn du, sagen wir jetzt mal, du hast ein Stoffstück, das ist ein Meter auf einen Meter. Ja, mhm. Webkante zu Webkante. Und du willst jetzt parallel zur Webkante schneiden, aber die Webkante ist schon nicht so ganz gerade. Mhm. Da gibt es den Trick, dass man, also die Webkante ist das, wo es ganz dicht gewebt ist und dann ist meist noch, sind auch diese kleinen Löcherchen drin. Ja. Ja. Das sind diese Transportlöcher, um den Stoff weiterzuführen. So. Ein bisschen neben diesen Löchern, also in den Stoff rein, sich einen Faden rausziehen. Also erst mit der Nadel so einen Faden holen und dann den Faden sukzessive rausziehen. Ist der Käfer bei dir da, oder? Der Käfer ist schon wieder am offenen Fenster. Ja, also den Faden praktisch sukzessive aus dem Ding rausziehen und dann hat man wirklich eine ganz gerade, fadengeraden Verlauf. Okay. Den zieht man komplett raus. Dasselbe kann man auch mit dem Schussfaden machen. Das macht man manchmal, um Stoffe ganz gerade, eine ganz gerade Kante zu bekommen. Das ist ein privates Mittel. Aber das ist ein sehr, also sehr, sehr aufwendig. Aber wenn man das wirklich exakt haben will, ist es das, was man machen sollte. Aber ich meine, also genau wie du sagst, wenn man das ganz exakt haben will, kann man das machen. Es ist ganz aufwendig, aber man kann auch einfach, also es ist ja nicht schlimm, wenn es so ein bisschen. Nein, also was ich immer mache, wenn ich merke, dass sie ein bisschen wellern, ich lege mir die mit der Webkante parallel zu einer Linie auf meiner Schneidematte. Mhm. Weitgehend parallel, dann lege ich mein Inschlineal drauf und schneide praktisch anhand meiner Linie auf der Matte, schneide ich dann irgendwo gerade mir eine geraden Strich zu. Dann ist die Webkante weg und da können mal 2-3 Millimeter nicht stimmen, aber das ist für den weiteren Verlauf des Arbeitens nicht schlimm. Ist das nicht weiter schlimm, genau. Also jetzt kommen hier nochmal Vorschläge für, also Samson, Krümelmonster, ich würde auch sagen Samson also oder Oskar. Also das Krümelmonster war grün und das war in der Tonne, nee, das Krümelmonster Oskar war blau. Oskar ist in der Tonne. Oskar Krümelmonster war blau und hat immer Kekse gegessen. Genau. Das war blau. Nee, also vielleicht bin ich auch ganz weit weg. Meinst du Samson, der mit Tiffy? Samson war doch dieser große Bär, der war braun. Genau. Ach so, ja, nee, gut. Ich bilde mir ein, es gab irgendeine Figur, die hatte auch lauter verschiedene Fasern, aber. Ich gucke das mal nach, dann kommt das morgen wir in den Blog. Wir gucken mal wieder alle Sesamstraße, oder? So, die, es ist bestimmt nicht ihr Name. Crema Catalana hat gefragt, das Thema Vorwaschen. Wascht ihr einfach so oder vorher die Overlock an den Schnittkanten? Wir hatten das am Anfang schon. Genau. Ansonsten guckt ihr das Video einfach nochmal am Anfang an. Wir haben über Vorwaschen und so weiter. Haben wir aber weil sie Overlock sagt. Also ich weiß, viele machen das mit Overlock, dass sie ihre Stoffe sozusagen dann auch befestigen, bevor sie zuschneiden. Und für mich ist es nochmal zusätzlicher Stoffverbrauch. Würde ich nicht machen mit der Overlock. Okay. So, jetzt.
Beim Gardinennähen zieht man den Schussfaden, damit es besonders gerade wird. Mhm. Ja, stimmt. Stimmt. Genau. Das ist, ja. Also, guck mal, Melanie, voller Einsatz. Ich habe die Muppets mal gegoogelt. Ist das Onkel Tödlich? Den kenne ich nicht, aber der klingt genau so, dass es der ist. Onkel Tödlich. Melli, danke, du hast unseren Arm gerettet. Ich muss gleich das mal danach gucken. Wie heißt der Onkel Tödlich? Onkel Tödlich. Der sagt mir nichts, aber das könnte sein. So, jetzt kommt noch mal tatsächlich eine Frage. Wir müssen beim Thema bleiben. Wir sind schon fast bei 1,5 Stunden. Wenn ich manchmal Stoff kaufe, wird der Zuschnitt vom Ballen abgerissen. Schadet das dem Stoff? Nein, es schadet dem Stoff nicht, aber es ist komplett dämlich. Also da kriege ich eine Krise. Das ist noch so altbacken, ja, dass man gesagt hat, okay, vielleicht noch 2 Zentimeter dazu rechnen und dann reißen wir den Stoff. Dann ist es zwar, sagen wir, fadengerade in Anführungsstrichen, ja, weil der Stoff reißt tatsächlich dort, wo der Schuss sich teilt. Genau. Mhm. So. Aber wenn der Stoff nicht gerade gewebt ist, dann hat man manchmal so ein Ding, das ist dann irgendwie so schief nach schräg. Ja, dann, wenn du die zusammenlegen willst, Webkante auf Webkante, dann hast du auf der einen Seite 5 Zentimeter mehr oben und 5 Zentimeter mehr unten von dem anderen Stoff. Also nein, Schaden tut es dir in deinem Portemonnaie, weil auch da wellert es aus. Du kannst diese Stücke da, wo es gerissen ist, gar nicht mehr verwenden, weil das aufgrund der wie sagt man denn, der Einwirkung auseinanderfranst, ist blöd und ist nie gerade, ist nie so, wie wir es fürs Patchwork brauchen. Also für unsere Zwecke ist es dämlich. Ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich die hier im Kaufhof bei uns sehe und die reißen mit einem Element. Lass das sein, ja. Ist so. Eine Sache fällt mir jetzt noch ein, das geht jetzt gar nicht so sehr um Stoff, also um das Technische am Stoff, sondern wenn ich ein Quilt plane, Farben. Also es geht mir jetzt, geht nicht so sehr um Farben, sondern ich muss mich erstmal sortieren. Also 1,5 Stunden schon gequatscht. Also, man achtet ja beim Patchworken sehr stark darauf, dass meine Farben zusammenpassen. Und man kann da ja sehr pingelig werden. Nicht umsonst hat Kona ja, also man sieht es jetzt nicht in meinem Bild hier hinten. 95.000 Farben, ja. 300, was weiß ich, wie viele Farben. Es hat nie die richtige dabei. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht. Nun ist man ja manchmal einfach aufs Online-Shoppen angewiesen, weil gute Patchwork-Läden sind halt rar und man kann nicht immer die Reise auf sich nehmen, man muss im Internet gucken und so weiter. Dann gibt es ja diese Möglichkeit von Farbkarten, zumindest für Uni-Stoffe. Ja. Kosten zwar so ein bisschen Geld, aber ich habe bisher noch nicht bereut, egal von welchem Hersteller ich mir die geholt habe, so eine Farbkarte zu haben, weil was das ist, ich hole mir das mal ganz kurz hier runter von so 2, 3 Farben. So, wieder da. Ich habe es jetzt auseinandergeschnitten. Ich muss mal, glaube ich, hier meine Lampe ausmachen. Mhm. Dann hat man hier so ein kleines Stückchen Stoff, wo dann hier unten, das ist jetzt von Robert Kaufmann, die Kona, das sieht man jetzt leider nicht, steht hier unten der Name. Dann hat man quasi von jeder Farbe, Unifarbe, die dieser Hersteller bietet, so einen kleinen Swatch zu Hause. Mhm. Das hilft mir ja schon mal einfach ungemein, wenn ich versuche, im Internet etwas zu bestellen und das mit den Stoffen, die ich habe, einfach abzugleichen. Ne? Mhm. Ist es ja aber so, selbst wenn ich die habe, ich hatte das jetzt nämlich gerade, dass ich 6 Jahre alte Stoffe hatte und mir den passenden Uni-Stoff nachkaufen wollte. Ich wusste, es war Kona, ich habe meine Farbkärtchen angehabt, habe das passende geholt und er sah ein bisschen anders aus. Das passiert leider, muss ich auch sagen, ist so. Mhm. Die differieren minimalst, aber du siehst einen Unterschied zwischen Ballen und Ballen. Auch wieder Naturprodukt. Unterschiedliche Temperaturen, bei denen es hergestellt wird, unterschiedliche Hersteller, die das einfärben und schwupp hast du eine kleine Nuance anders. Also ich habe das jetzt bei 2 roten und 2 grauen Stoffen gehabt und auch da waren Nachbestellungen und die Leute haben gesagt, das ist die falsche Farbe, ich habe ein ganz anderes Ding. Also habe ich schon manche auch gezeigt auf Instagram, dass sie sagen, es ist eine komplett andere Farbe. Ist der Shop hat sich 1000 Mal Entschuldigung gesagt, aber ich habe mir den richtigen Namen Ich hab da auch schon mit Kaufmann konferiert und die haben mir das genauso erklärt, wie ich es jetzt gesagt habe. Das hat einfach mit dem Herstellungsprozess zu tun, dass unter bestimmten Bedingungen die Farbe anders absorbiert wird von dem Stoff und der Stoff anders aufquillt, die Farbe anders aufnimmt, pipapo, bla bla bla. Das ist auch kein Gewäsch, das stimmt tatsächlich, so funktioniert das einfach. Und dann hast du plötzlich eine ganz andere Farbe. Das ist schon sehr ärgerlich, aber
Also ich meine, außer man hat jetzt so wie ich halt einfach diesen Fall, dass man sagt, gut, nach 6 Jahren will ich jetzt mal daran weiternehmen und bestelle es mir nach und ich muss mit dem leben, was ich habe, am besten. Aber vielleicht kann es ja auch sein, nach 6 Jahren, dass dein Stoff vielleicht ein bisschen ausgeblichen ist. Das kam, nee, da in dem Fall tatsächlich, der war so tief vergraben, der hat kein Licht abgekriegt. Okay. Der lag 6 Jahre in meinem Schrank hier. Aber das passiert, also es ist tatsächlich so. Ist tatsächlich also am besten, ich bestelle mir jetzt einfach immer, wenn ich sage, ich brauche da keine Ahnung, einen halben Meter von, bestelle ich mir einen Meter, einfach nur um sicher zu sein, wenn ich nochmal mehr davon brauche oder so, dass es einfach von der gleichen Charge ist. Dass man einfach weiß, so, okay, ich weiß jetzt, das ist die Unifarbe und die habe ich und dann passt es. Also es ist sicherlich immer einfacher, den Hintergrundstoff, wenn es ein Unistoff ist, einfach viel mehr zu bestellen als von den Druckstoffen. Weil die Unistoffe grundsätzlich billiger sind als die bedruckten Stoffe. Ja? Ja. Also da lieber immer ein bisschen mehr nehmen, wenn man so nicht hundertprozentig sicher ist, dafür aber dann vielleicht von den Druckstoffen einfach weniger und dann vielleicht irgendwas runterschummeln, was farblich trotzdem geht und was eigentlich gar nicht reingeplant war. Ja, genau. Und aber auch dann muss man wieder sagen, auch das wird ja am Ende gewaschen. Und es wird hoffentlich geknuddelt und kommt mal in die Sonne und liegt irgendwo rum. Und dann sieht man es vielleicht ja auch nicht mehr so tausendprozentig, diese Nuance an Unterschied. Ja. Also die Kerstin sagt auch, die Swatches, die sind so mini. Aber ich finde trotzdem, es ist halt schön, man hat es einfach in der Hand. Ich habe außer PowerPoint habe ich kein Computerprogramm, mit dem ich meine Quills planen kann. Und da hat man es dann einfach in der Hand und kann schon mal... Es gibt ja auch welche, wo das nicht aufgeklebt ist, sondern die wirklich so hängen. Also wo der Stoff, also, wo man den ein bisschen anfassen kann. Ein Tipp ist, wenn man mit Unifarben arbeitet und man hat ja doch immer Reste, die sind auch größer als Swatches dann, dass man sich einfach die rückbehält und da sich selber ein Farbbuch anlegt. Ja, grundsätzlich so. Wenn man schöne Stoffe hat, denen einem gefallen hat, sich Notizen macht dazu. Und dann hat man eben ein größeres Stück als dieses, was davon Kaufmann teuer angeboten wird, damit kommen wir besser zurecht. Und meine Erfahrung ist die, dass die meisten Leute auch tatsächlich immer auf die gleichen Unistoffe zurückgreifen. Also die wenigsten experimentieren und nehmen dann mal plötzlich ein Orange, obwohl sie vorher immer bei Grün waren oder sonst irgendwie so ein... Ja, das differiert nicht so sehr. Und deswegen würde ich einfach raten, von den Resten, die man hat, sich wirklich so ein kleines Farbbüchlein anzumachen und dann einfach die Notiz dazu, was für eine Farbkarte, was für eine Farbe, welcher Hersteller, wann gekauft, auch gut. Gute Info und dann kommen wir da ganz gut zurecht. Ja. Die Brigitte fragt, hast du grundsätzlich diese Farbkarten auch im Laden? Also du hast ja auch ganz viele Kona-Kotten, ne? Nee, habe ich nicht. Also auf Bestellung, ja, gar kein Problem. Kann ich ohne weiteres bestellen, aber nicht vorrätig, nein. Nicht vorrätig, okay. Und dann ist noch eine Sache, die mir einfällt, das habe ich am Anfang tatsächlich auch relativ früh gelernt und ich war sehr dankbar darum, wenn man bedruckte Stoffe hat, ist es, behaupte jetzt bei allen, korrigiere mich, immer so Farbpunkte am Rand. Genau. Das sind ja wirklich die Farben, die im Druck drin sind. Genau. Ja. Das heißt, man kann ja auch, das habe ich nämlich damals gemacht, weil ich weiß nicht, warum ich nicht die ganzen Stoffe mitgenommen habe. Ich dachte, ich bin total schlau und schneide mir die Webkante ab. Ja. Und dann bin ich damit in den Laden gegangen, um zu gucken, ob ich einen passenden Unistoff finde. Man hätte natürlich, also das nutzt nichts. Man sollte, wenn man einen Unistoff zu irgendwelchen Druckstoffen dazu sucht, sollte man immer die Druckstoffe parat haben. Ja. Dann nutze diese Druckseite wenig, weil die Farbnuancen ja unter, oder sagen wir viel Rot, wenig Blau. Und dann suchst du aber ein Blau und dann passt es nicht so. Also immer den Stoff mitnehmen. Ja. Mit Webkante am besten gleich noch dazu. Mit der Webkante am besten da dran, genau. Ob es dann Hersteller gemischt sind und wenn das dunkle Blau halt eine Nuance anders ist am Ende. Also gerade wenn man den Quilt hinter dir sich anguckt, ich könnte jetzt nicht sagen, ob es alles wirklich genau das gleiche Dunkelblau ist oder es ein bisschen anders ist. Definitiv nicht. Genau. Aber das macht nichts. Genau, Brigitte schreibt auch noch, bei Wolle ist das auch so, von Partie zu Partie ist die Farbe leicht anders. Ja. Bei Wolle ist es, glaube ich, sogar noch viel schlimmer. Ja. So, ich glaube, mir gehen langsam die Fragen aus. Keine Stimme mehr. Ja, genau. Es geht auch in die Luft, ist langsam raus. Ich muss mich immer mehr konzentrieren. Es ist 9:30. Sollten jetzt noch irgendwelche Fragen, ihr könnt auch irgendwie allgemeine Fragen stellen. Wenn euch jetzt noch irgendwas ihr an Andrea loswerden wollt, sei es jetzt gar nicht über Stoffe, sondern was ich schon immer mal wissen wollte. Oder was ich immer mal über Andrea wissen wollte. Oder über die Quills, du die genäht hast, oder über die 6 Köpfe oder über irgendetwas, dann wir haben immer so 10 Sekunden Verzug, das heißt, wir müssen jetzt so ein bisschen palabern. Palaver, bis gleich die Fragen eintrudeln oder keine Fragen mehr kommen. Ich gucke mal, ob ich noch was übersehen habe.
hier ging noch mal so ein bisschen um das Reißen, ging es ja hin und her beim Rückseitenstoff, 15 cm schräge, ganz furchtbar. Ja, ja. Genau, das kann passieren, das ist einfach super ärgerlich. Genau, so, hier ist ein neuer Kommentar. Daumen hoch geben. Ja, genau, ich habe gelernt, das ist ganz wichtig bei YouTube, ich bin ja auch neu, dass ihr Daumen hoch macht, damit das Video quasi auch gut gefunden wird und gesehen wird. Also wenn ihr jetzt sowieso, ihr guckt ja, wir sind nicht auf YouTube, wir sind auf diesem StreamYard, also wenn ihr auf YouTube jetzt seid, könnt ihr da einfach mal draufklicken, das hilft quasi dem Kanal. Wonach riechen deine Stoffe? Hast du Seife im Laden versteckt? Bester Duft ever. Ja, das. Ich dachte, die Meli hätte schon entdeckt. Nee, ich habe, ich mag diese Duftflaschen. Also das ist ein altes Gemäuer und manchmal riecht es hier tatsächlich so ein bisschen muffig, weil hier Feuchtigkeit in den Wänden drin ist. Und ich habe mir angewöhnt, bei meiner Eingangstür habe ich so eine kleine Nische. Und in der Nische stelle ich dann immer so einen Duft hin. Und es gibt tatsächlich einen Duft, der heißt frische Baumwolle. Herrlich. Gewusst wie. Da musst du mir den Link für schicken, das kommt auch in den Blogpost. Das finde ich großartig. Ich glaube, den werde ich jetzt vertreiben ab heute. Den musst du jetzt vertreiben. Frische Baumwolle. Ja, schon wie frisch gewaschen, ja, so ein bisschen. Ja, wenn man Luft trocknet, ne? Wenn ich mal mir die Mühe mache, die Sachen draußen auf dieser... Oh. Aber da siehst du, dass wenn die Melli bei mir im Laden ist, wir quatschen immer, die kommt gar nicht dazu, in die Nische zu gucken. Ja? Aber jetzt wird immer in die Nische geguckt, genau. Ja. Also es kommt ganz viel Daumen hoch, super interessant. Ich habe aber eben die Frage der Fragen. Petra hat sich getraut. Die Petra, ja. Wissen wir nicht tatsächlich. Es ist halt einfach unfassbar aufwendig. Also nicht missverstehen. Wir haben das wahnsinnig gern gemacht, aber wir haben natürlich alle unsere anderen Projekte noch, die immer wieder zwischen reinkommen. Und wenn du dann so komprimiert was arbeiten musst und dich immer wieder abstimmen musst, dann ist es unheimlich schwierig, das hinzukriegen. Und die Nadra war wirklich diejenige, die am meisten von uns gearbeitet hat. Und ihr wisst, die macht jetzt ihre eigenen Sachen und die wird gar keine Zeit mehr haben, unsere Grafiken zu machen. Und alleine daran hapert es. Also bis einer von uns anderen fünf in der Lage ist, das aufzufangen, was sie alleine gemacht hat, wird es schwierig werden. Aber unsere Website gibt es, beziehungsweise unsere Facebook-Gruppe gibt es noch. Und wer weiß, ja? Ja, genau. Also wir machen auch immer wieder was Neues. Also ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben schon auch... Drei von uns, wir planen was Neues, was ein bisschen anders ist. Yay, Daumen. Flach halten. 126 Leute. Da kommt immer wieder was. Und wir machen jetzt, ich mache ja jetzt auch diesen Bernina Outblock Sampler. Genau. Also jeder von uns ist immer irgendwie bemüht, das alles am Laufen zu halten und jetzt nicht unbedingt 6 Köpfe, 12 Blöcke, aber zumindest irgendwelche Tutorials zu machen, damit die Community dann auch schön bestückt ist und bei Laune gehalten wird und Spaß an der Sache hat. Das soll es ja eigentlich auch sein, oder? Genau, du hattest ja auch diesen Round Robin vor einigen Jahren, glaube ich, gemacht. Hieß der Round Robin oder diesen... Ja. Medaillen-Sampler oder diesen... auch bei Bernina, der so im, wo man immer so eine Reihe... Ach, das war mit... Ja, das war mein allererstes Projekt zusammen mit der Dorte. Das habe ich mit der Dorte verbunden gemacht. Das war der Medaillon-Quiltalon. Der Medaillon-Quiltalon, genau. Das war... Aus dem heraus hat die Dorte dann auch irgendwann mal gesagt, das können wir doch mal eigentlich mal ein bisschen anders machen. Und so kam das. Ach so, das war vor den 6 Köpfen. Das war währenddessen. Wir haben das parallel gemacht. Das war ja große Krux. Aber als die Dorte und ich trafen uns, ich bin zu ihr nach Köln gefahren, da hat sie in ihren schönen Laden noch gehabt und wir haben das geplant und dann haben wir gesagt, das geht gut und dann können wir eigentlich noch irgendwas machen. Und, okay. Das war ein bisschen viel auf einmal, aber es hat geklappt. Ja, und wie ich ja auch anfangs schon gesagt habe, die Ressourcen stehen ja zur Verfügung. Also es ist ja alles weiterhin frei. Jeder, der will, kann die Blöcke weiterhin nähen und so weiter. Genau. Die Anna fragt nochmal, mit dem sie ist spät dran, der Unterschied zwischen Patchwork-Stoff und Baumwollstoff aus einem deutschen Stoffhaus. Das haben wir am Anfang ganz ausführlich besprochen. Anna, guck dir das Video nochmal von Anfang an einfach. Es wird ja auch gleich hochgeladen. Da gehen wir nochmal drauf ein. So, jetzt kommen hier ganz viele Danke, großartig. Melanie sagt, sie kauft es jetzt direkt nach. Den Gut. Das springt hier immer mir weg. Ich kriege die Krise, dieses doofe Ding.
solche Kommentare finde ich auch mal schon sehr interessant. Ich habe festgestellt, dass ich bei meinem ersten Quilt wohl alles falsch gemacht habe, was die Stoffe angeht. Egal, ich mag ihn, aber vielen Dank für die tollen Infos. Genau, ja, du gehört hast, Andrea hat auch alles falsch gemacht bei ihrem ersten Quilt. Nein, vor allen Dingen, es gibt nichts Falsches. Ja, es gibt nichts Falsches. Also, nur lernen. Man kann ihn halt einfach zu Tode lieben und er stirbt halt einen früheren, schnelleren Tod als mit anderen Stoffen. Aber hey, das ist ein Hobby. Keiner stirbt. Ja, genau. Locker bleiben. Guck mal, Sandra gibt hier noch, ist das das mit dem Duft Ipuro Cotton Fields? Nein. Ist noch ein anderer Raumduft. Ein anderer Raumduft. Aber siehst du, die Pappenheimer, die kennen sich alle aus und sowas hier. Ja, ja. Guck mal, und hier, danke an die Sechsköpfe für die Infektion mit dem Patchwork-Virus, kommt hier noch in der Kerstin. Sorry, tut mir so leid. Die Kerstin kommt eh wieder zu mir nach Frankfurt. Genau. Und der Bernina, jetzt geht es hier um die Medaillen, sehr informativ. So, der Oldblock Sampler wird ja auch nochmal, dass der ganz toll ist. Vielen Dank. Genau. Also ich hoffe, ich habe jetzt keinen Kommentar mehr übersehen. Deswegen habe ich mich hier gerade nochmal durchgeklickt. Also, wenn ihr aber noch Fragen haben solltet, wenn ihr euch das Video jetzt auch später anguckt, weil wir laden das ja gleich auf YouTube hoch, könnt ihr entweder der Andrea direkt schreiben. Ich verlinke auch nochmal auf der Seite vom Quilt-Kollektiv ihre Seite. Ich versuche es hier auch nochmal unten in die Beschreibung alles rein. Oder an mich und ich leite es weiter über Instagram, alle Kanäle. Meldet euch einfach. Und wenn ich es nicht kann, kann Andreas beantworten oder einer oder anderen Leute, die mittlerweile schon beim Live dabei waren. Genau. Fällt dir noch irgendetwas ein? Möchtest du noch etwas loswerden heute Abend? Ich finde es einfach nur genial, eine tolle Plattform, hat super Spaß gemacht. Ich war tatsächlich schon ein bisschen aufgeregt vorher, weil ich schweißtreibend überlege, was kommt da alles, aber ich glaube, das haben wir gut hingekriegt. Also, wir haben es gut hingekriegt. War kurzweilig, oder? War schön. Auf jeden Fall. Ich habe ganz viel gelernt, auch über die ganze Technik, die hinter Stoffen steckt. Und ich glaube, das lässt einen das auch ein bisschen besser verstehen und wertschätzen. Und vor allem ein bisschen mehr wertschätzen, genau. Ja? Also nicht immer nur auf den Preis gucken und sagen, oh, so teuer, sondern es ist halt einfach auch mörder viel Ding dahinter. Genau. So. Genau. Ja. Gut, dann verabschieden wir uns hiermit und sagen euch allen noch einen schönen Abend. Genießt noch die letzte kühle Luft, die jetzt kommt. Mhm. Und das nächste Live ist auch gar nicht mehr so lange hin. Da kommt dann demnächst schon wieder die Ankündigung dazu. Ja, und, vielen Dank, Andrea, dass du dabei warst und mir so viel Zeit ich genommen hast. Ich danke dir. Hat Spaß gemacht. Ja, einen schönen Abend. Heute einen schönen Abend noch an alle. Ciao, ciao. Tschüss.